Guten Abend miteinander. Mein Name ist Christian Mutschler. Im Namen von der Rheinstadt AG freue ich mich wirklich, dass Sie trotz dieser endlich sommerlichen Temperaturen den Weg zu uns gefunden haben, zu dieser doch sicher aktuellen Diskussion. Die bösen Investoren, darf man mit Wohnen Geld verdienen? Spoiler-Alarm, auch im Kanton Basel-Stadt dürfen wir Geld verdienen. Das ist also so. Ist ein aktuelles Thema. Auf der einen Seite Leute, die zwingend bezahlbaren Wohnraum suchen, die vielleicht Wohnraum haben, wo er nicht zu teuer ist. Auf der anderen Seite immer wieder die Schwarz-Weiß-Diskussion, die bösen Investoren, die aus Beton Gold machen. Wir wollen die Diskussion heute oben hier auf dem Podium führen. Diversifiziert. Ich muss dann nachher dann auch. Jeder, du darfst mir das entschuldigen, wenn ich schon wieder ein bisschen im Programm vorgriff. Diskutieren natürlich auch mit Ihnen. Im Anschluss tun wir uns auch gerne wieder mit Ihnen austauschen beim Apéro Riche. Ich freue mich aber besonders, dass wir den Anlass heute so oben dürfen mit den Kollegen, dürfen mittlerweile sagen, von der Handelskammer dürfen durchführen, wo heute so oben Co-Veranstalter ist. Und ich möchte eigentlich gerade dir, Sebastian Leininger, das Wort übergeben. Und danke schön, dass du da bist, wie alle Referenten. In dem Fall. Darf ich dir das Mikrofon übergeben? Ja, vielen Dank, lieber Christian, und auch von Seiten Handelskammer herzlich willkommen zu dem heutigen Anlass. Als wir von euch angefragt wurden, ob wir den Anlass gerne mit euch ausrichten möchten, mussten wir nicht lange überlegen. Investorenfreundlichkeit oder überhaupt das Thema Arealentwicklungen, das ist ein Thema, was uns als Handelskammer sehr beschäftigt. Klarerweise auch deswegen, weil gute Rahmenbedingungen im Bereich Immobilienwirtschaft zu den guten Rahmenbedingungen des Standortes gehören. Und ich bin bei der Vorbereitung auf heute mal über einen Artikel gegangen, den ich vor kurzem verfasst habe und habe ein paar wenige Folien mitgebracht und würde Ihnen das gerne so ein bisschen von unserer Seite her versuchen herzuleiten, wie wir die Sache sehen, und würde mich freuen, wenn wir die ein oder andere Frage heute klären würden. Genau, die erste Folie, die ich Ihnen zeigen möchte, ist das Bauvolumen in der Schweiz. Wir haben das mal ausgewertet. Das sind Daten der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Also unverdächtige Daten, darf ich Ihnen sagen. Sie sehen das Bauvolumen, die Veränderung, die prozentuale Veränderung zum Vorquartal, Vorjahresquartal. Und Sie sehen, wenn Sie die roten Balken verfolgen, dass wir davon ausgehen könnten, das Bauvolumen nimmt ja praktisch immer noch von Quartal zu Vorquartal zu. Leider ist es aber so, wenn Sie das Ganze preisbereinigen, und wir hatten starke Preissteigerungen die letzten Jahre, dann stellen Sie fest, das ist der lilane Balken, dass wir bereits seit einiger Zeit ein sinkendes Bauvolumen haben. Also der trügerische Eindruck, dass es immer mehr gebaut wird, kommt alleine daher, dass die Preise gestiegen sind. Das ist die erste wichtige Botschaft. Also auch da zu sagen, Investorenfreundlichkeit wäre vielleicht mal nötig, damit wir hier wieder steigende Zahlen haben. Dann das zweite Folienset, das ich Ihnen mitgebracht habe, ist der Baupreisindex. Das widerspiegelt im Wesentlichen das, was ich Ihnen eben schon mal erläutert habe. Auf der linken Seite sehen Sie den Baupreisindex nach Großregion. Auch da stellen Sie fest, dass Basel-Stadt oder die Nordwestschweiz in diesem Fall, das ist der dicke rote Strich, am meisten zugenommen hat seit der Pandemie eigentlich. Also seit April 2020 ist normiert, da ist die 100. Und Sie sehen, 15% liegen wir jetzt seit der Pandemie über den Preisen von Anfang Pandemie. Wenn Sie das Ganze dann vergleichen mit den Produzenten- und Konsumentenpreisen auf der rechten Seite, dann sehen Sie, dass die Baupreise stark überdurchschnittlich gestiegen sind. Und das macht Investitionen in Bauen natürlich relativ unattraktiv. Jetzt habe ich Ihnen noch eine Folie mitgebracht, und zwar etwas zur Zinswende. Wir haben ja viel in den letzten Jahren oder Jahrzehnten darüber gesprochen, dass es einen sogenannten Anlagenotstand gibt. Also institutionelle Investoren müssen in Beton investieren, sie haben gar keine andere Möglichkeit, weil eben andere Assetklassen nicht die notwendige Rendite bringen.
Sie sehen auf der linken Seite die Leitzinsen der Schweizerischen Nationalbank rot, EZB in blau und das FED in lila. Und Sie sehen, dass die kürzlich, und das konnten Sie auch in allen Zeitungen lesen, natürlich stark angestiegen sind. Und zu was führt denn so ein Leitzinsanstieg? Also zum einen führt er dazu, dass die Renditen von den Staatsanleihen nach oben gehen. Das sehen Sie in der Mitte. Das sind auch mögliche Assets, in die institutionelle Investoren investieren können. Die werden relativ attraktiver mit dieser Zinswende. Auf der rechten Seite sehen Sie die Entwicklung der Hypothekarzinsen. Und auch da sehen Sie, dass wir heute deutlich über dem liegen, was wir Anfang Pandemie hatten. Also summa summarum, die letzten Monate und Jahre wurde das Bauen durch diese Entwicklungen unattraktiver. Und das bringt mich zu den folgenden drei Fragen. Und dann bin ich auch schon fertig, weil ich möchte nicht weiter vorgreifen. Aber welche weiteren Auswirkungen wird das geänderte Zinsumfeld haben auf das Bauvolumen, insbesondere in Basel-Stadt? Genau. Wie sind davon die Standorte betroffen? Kanton Basel-Stadt ist nicht dafür bekannt, dass er ein Standort ist mit niedrigen Regulierungskosten. Jetzt steigen noch die Marktkosten. Was macht das mit diesem Standort? Und zu guter Letzt, und das wäre dann die Frage vielleicht auch fürs Podium, wie soll dem entgegengesteuert werden? Und damit wäre ich schon am Ende von meiner kurzen Begrüßung und gebe das Wort an dich, lieber Dieter. Guten Abend auch von meiner Seite. Schön sind Sie alle da. Wenn ich ins Publikum schaue, sehe ich verschiedene Gesichter, die auch schon da waren. Das freut mich besonders, dass es eine Reihe ist, die interessiert. Nach diesen Begrüßungsworten und den paar Ausführungen von der Handelskammer fangen wir hier oben an mit einem Einstiegsreferat, Keynote von Marc Schelker. Der Marc Schelker ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Fribourg. Er hat Volkswirtschaft studiert, promoviert im 2007 und bevor 2013 berufen worden ist, eben als Professur auf Fribourg, ist er Assistenzprofessor an der Uni St. Gallen gewesen. Seine Spezialgebiete sind öffentliche Finanzen, Regulierung und Wirtschaftspolitik. Und der Herr Schelker hat den Auftrag bekommen, eine Auslegeordnung zu machen. Wo stehen wir? Was sind die kritischen Fragen? Und möglichst so, dass wir nachher das Podium lanciert haben, wo der Herr Schelker selber auch noch dabei ist. Unser selber gemachtes Pültli ist für Sie. Herzlichen Dank. Wunderbar. Dankeschön. Guten Abend miteinander. Vielen Dank für die Einladung, für den schönen Anlass heute Abend. Wie ihr habt gehört, meine Aufgabe ist, ein bisschen Grundlagen zu liefern. Ich bin nicht hier als Interessenvertreter, sondern als Akademiker, als Volkswirt. Und ich probiere, ein bisschen die Vogelperspektive einzunehmen, ein bisschen, was sind so ein bisschen die Fakten und was sind so ein bisschen die Mechanismen zu erklären. Titel: Die bösen Investorinnen darf man mit Wohngeld verdienen. Ich habe probiert, den Titel ein bisschen zu framen, Wohnungsnot durch Profit hier. Was ist los und was können wir tun? Was ist los auf diesen Märkten? Man hört relativ viel, die Aufregung ist gross im Moment, Wohnungsnot, wir hören Mietnotstand, wir haben natürlich, Immobilienblase ist immer schon länger ein Thema, wir haben natürlich im Moment auch die Idee, sind wir in den Fängen vom internationalen Finanzkapital, Spekulanten, Profitgier und so weiter. Ist das neu? An sich ist das nicht neu, die Diskussion. Höhere oder tiefere Leerstände, also Wohnungsnot oder weniger, haben wir immer wieder gehabt über die Zeit. Und natürlich auch die Themen zu Profit und ist das in Ordnung, ist etwas, wo eine Diskussion ist, die nicht neu ist. Ein schönes Beispiel, EcoTalk 2019, zehntausende Wohnungen stehen leer, wird Mieten endlich günstiger, 4 Jahre. Und jetzt wird Wohnen in der Schweiz bald unbezahlbar mit der Punchline mehr Wohnungsnot. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, wo stehen wir denn eigentlich? Also, was ist die Idee heute Abend? Es ist zuerst, was ist los? Ein bisschen Stylized Facts. Die Entwicklung, ein paar Sachen haben wir jetzt schon gesehen. Ich werde es kurz halten. Wer sind denn die ominösen Investorinnen? Und dann als Hauptteil ein bisschen, wie funktionieren überhaupt die Märkte? Sollte es denn überhaupt einen Markt
geben, können wir den ausschalten. Und was wichtig ist, gegen Schluss, Frage, Zielkonflikt und ganz kurz, was könnte man machen und was ist so ein bisschen eine Position von vielen Ökonomen, denke ich, wahrscheinlich eine Mehrheit der Ökonomen, der akademischen Ökonomen. Also, was ist jetzt los? Wohnungsnot. Da gibt es natürlich ein paar Indikatoren, wo man sich das anschauen kann. Und das eine ist die Leerstandsquote. Ich habe jetzt mal vom Statistischen Amt Basel-Stadt Leerstandsquoten abgebildet. Und ich sehe, in den 90er Jahren extrem knapp 0,2% vom Bestand ist überhaupt auf dem Markt gewesen. Sehr, das gibt es, das Eco-Talk hat gezeigt von damals, die Aufregung war gross gewesen. Sehr eng, dann haben wir hier mit Immobilienkrise gehabt, plötzlich kommen relativ viel mehr Wohnungen und Mietwohnungen auf den Markt, hat sich ein bisschen entspannt und wir sehen hier 2014 sind wir fast wieder der gewesen. Seit 2014 hat sich die Lage wieder ein bisschen entspannt und jetzt ist ein bisschen der Punkt, dass wir da möglicherweise wieder richtig tiefere Leerstandsquote geben. Also möglicherweise kommt das Thema Wohnungsnot etc. wird wieder virulenter. Jetzt, das ist Basel-Stadt. Basel-Land zum Beispiel hat schon ein Jahr, zwei früher die Tendenz gehabt, dass es wieder die Leerstandsquote wieder tiefer ist. Also Basel-Stadt hat die Tendenz, fährt jetzt erst wieder an. Wenn man einfach den Überblick nimmt über die Schweiz, Bundesamt für Wohnungswesen, die aktuelle Grafik, die sieht man, ist es sehr unterschiedlich. Also Basel-Stadt hat jetzt die tiefste Leerstandsquote von allen. Da gibt es notorisch Zürich, natürlich Genf, notorisch tiefe Leerstände, wenig Wohnungen auf dem Markt. Und wir sehen natürlich, das ist ein bisschen das urban-ländliche Gefälle, wo auf dem Land ist typischerweise die Wohnungssituation weniger angespannt als in den grossen urbanen Zentren. So ein bisschen Stylized Facts. Jetzt, was sind die Auswirkungen, wenn wir über Quantität reden, die auf dem Markt ist. Kommt natürlich ja, Quantität ist auch der Preis. Und da haben wir schon ein bisschen etwas gesehen. Die Preisentwicklung im Vergleich, das ist etwas, was wir im Prinzip auch schon mal kurz gesehen haben. Ich habe einfach im Prinzip vom Bundesamt für Statistik den Mietpreisindex und den Konsumentenpreisindex plottet. Das ist hier, das sind Konsumentenpreise. 2000 ist normiert auf 100% und wir sehen, was die Entwicklung ist von den Konsumentenpreisen, eher flach. Mietpreise schon wieder stärker steigend und sehr unterschiedlich das Verhältnis bei den Eigentumswohnungen und Häusern. Da sehen wir, dass auf diesem Markt die Preise viel dramatischer gestiegen sind in dieser Zeit. Und wir werden auch sehen, warum. Der eine Markt ist sehr viel stärker reguliert natürlich als der Markt für Wohneigentum. Nur ein bisschen einfach für einen Moment mal Stylized Facts. Ich komme noch auf die Preise zurück. Das zweite Thema, das mir wichtig scheint, ist die Frage, wer sind denn jetzt die ominösen InvestorInnen? Ja, die Frage ist, dass sind wir in den Händen vom internationalen, von der Hochfinanz und von profitgierigen Investoren. Und um das mal zu illustrieren, nehme ich einfach Daten oder die Abbildungen direkt vom Bundesamt für Statistik. Und hier seht ihr den Eigentümertyp bei Mietwohnungen. Das ist Mietwohnungen nach Eigentümertyp, nach Kanton aufgegliedert. Was ihr seht in Blau, sind Privathaushalte, die vermieten, die quasi, also das sind wie Sie und ich, die möglicherweise ein Mietobjekt vermieten. Das ist in vielen Kantonen mehr als die Hälfte. In den urbanen Zentren ist das ein bisschen tiefer. Dann haben wir orange, die öffentliche Hand. Wir haben Wohnbaugenossenschaften, die sieht man in Basel und vor allem auch in Zürich, wo die relativ gross sind, mit etwa 13%. Und wir haben hinten den Violett- und Graubereich. Das sind Gesellschaften, das sind Immobiliengesellschaften, Immobilienfonds etc. Also das heisst, Immobilienfonds und Immobiliengesellschaften sind investiert. Das ist ja so. Es ist aber nicht irgendwie grossmehrheitlich Mietwohnungsmarkt, der in den Händen ist, von Immobiliengesellschaften. Wer sind denn jetzt die grössten Immobilieninvestoren in der Schweiz? Das sind unter anderem Pensionskassen, das ist zum Beispiel Swiss Life, ist, glaube ich, die grösste, Zürich Versicherung, Migros-PK, Publica, das ist Pensionskasse vom Bund, Swiss Re und ASGA als Pensionskasse im Balois ist auch unter den grösseren Investoren. Also, was lernen wir daraus? Es ist nicht in erster Linie, dass quasi viele ausländische Firmen sehr direkt investiert sind. Natürlich sind die auch indirekt investiert. Man kann an BlackRock denken, die natürlich Anteile hat auch an Swiss Life. Das heisst, die Finanzinvestoren sind natürlich auch direkt und indirekt beteiligt.
Aber es ist jetzt nicht so, dass der grösste Teil des Schweizer Marktes in den Händen ist von Hochfinanz aus dem Ausland. Pensionskassen gehören ungefähr, das ist jetzt meine Recherche wieder gern korrigiert, um die 18% der Mietobjekte im Schweizer Markt. Das ist ein relativ wichtiger Anteil. 5,6% der Immobilienvermögen. Und die Immobilienportfolios sind stark ausgedehnt in den letzten Jahren. Der Grund ist bereits genannt worden, das ist der Hauptgrund. Sehr, sehr tiefe Zinsumfeld. Man braucht irgendwie ein relativ Tiefrisiko-Investment, das gewisse Rendite generiert. Und die meisten Pensionskassen haben ihre Portfolios im Immobilienbereich stark ausgedehnt. Jetzt habe ich natürlich meine Zeit, das Handy hier für Zeit. Jetzt habe ich es vergessen einzustellen. Aber gut, passiert. Also, kommen wir ein bisschen zu der Frage, wer ist jetzt in diesem Markt aktiv und was sind die Mechanismen von solchen Miet- und Immobilienmärkten? Wie funktioniert das? Was treibt die Akteure im Markt? Also wir haben ganz einfach, machen mal zwei, also als Akademiker machen wir Sachen ganz einfach, weil mehr können wir wahrscheinlich nicht verdauen. Und darum zuerst mal Investoren und Vermieter und auf der anderen Seite haben wir die Mieterseite. Und natürlich gibt es noch andere Akteure, Politik etc., aber für einen Moment bleibt es mal mit diesen zwei Seiten. Was wollen Vermieter und Investoren? Natürlich möglichst hohe Mieteinnahmen und Renditen, logisch, bei möglichst tiefen Kosten. Was wollen Mieter? Die wollen bestmögliche Wohnungen bezüglich Lage, vielleicht möglichst gut, gross, möglichst höheren Ausbaustandard etc. Natürlich bei möglichst tiefer Miete. Das ist jetzt keine normative Aussage, sondern das ist einfach wahrscheinlich das, was uns alle zusammen, wenn wir etwas ein Mietobjekt haben, treibt. Oder wenn wir etwas bei Mieten wichtig ist. Also kommen wir hier relativ zügig zur Frage Angebot und Nachfrage. Und wenn ihr euch überlegt habt, was erzählt ein Ökonom, ein Volkswirt, dann kommt er natürlich mit Angebot und Nachfrage. Das ist nicht eine grosse Überraschung. Also, natürlich sind Immobilien und auch Mietmärkte sind irgendwie im Spiel von diesen Marktkräften, wo man relativ simpel mit Angebot und Nachfrage probieren zu charakterisieren. Einfach mal ein paar Treiber. Was treibt Nachfrage? Was sind typischerweise Sachen, die wichtig sind, ob die Nachfrage steigt oder ob sie zurückgeht? Zehnte sind natürlich klar. Wirtschaftliche Entwicklung, die Einkommen. Wenn die Einkommen hoch sind, die Nachfrage geht typischerweise auf. Gute Arbeitsmärkte macht auch, dass Leute nach Basel-Stadt kommen, weil hier wirtschaftlich sehr viel Aktivität ist. Bevölkerungsentwicklung. Für die Schweiz ist hier vor allem Zuwanderung der grösste Treiber, mit netto um die 80'000 Netto-Zuwanderung. Das heisst, das sind Leute, die Wohnungen nachfragen, die suchen nach Wohnungen und die drängen natürlich auf den Markt hin. Gleichzeitig gibt es natürlich auch gesellschaftliche Faktoren. Raumanspruch pro Kopf ist gestiegen in den letzten Jahren und die Anzahl Haushalte ist schneller gestiegen als Bevölkerungswachstum. Also kleinere Haushalte, die auf dem Markt Wohnungen suchen. Auf der Angebotsseite haben wir klar, wir haben das gehört schon, also Baukosten, Landkosten, Land ist knapp in der Schweiz, Planungskosten. Wir haben Regulierung, je nachdem, wie man reguliert, gehen die Kosten hoch. Hat einen Einfluss darauf, ob das Angebot ausgebaut wird oder nicht. Wenn die Hürden sehr hoch sind, kann man das Angebot schwierig ausbauen. Wir haben natürlich Renditenerwartungen, das ist das, was jetzt gesagt wird, Zinswende. Renditenerwartungen haben Einfluss darauf, ob ich neue Projekte im Immobilienbereich realisieren oder ob ich andere Investitionen tätige. Und wir haben natürlich eben jeweils auch die alternativen Investitionsmöglichkeiten, die hier ins Spiel kommen. Also das Problem an diesen Märkten, das ist ja nichts, das ist in faktisch allen Märkten sehr ähnlich, die Treiber. Das grosse Thema ist, dass das Angebot kurzfristig recht starr ist, weil es halt relativ viel Zeit braucht, bis man geplant hat und so weiter und bis man gebaut hat. Jetzt nochmal ein stylized Fact. Was ist jetzt die Entwicklung der Wohnbautätigkeit versus die Entwicklung der Haushalte, die in diesem Markt drängen? Und für das habe ich jetzt aus dem Schweizer Immobilienmarkt eine schöne Zusammenstellung von der Credit Suisse hier aufzeigt. Und was wir hier sehen, sind Zugänge an Neubau oder quasi ein Zugang von einem umgebauten Mietobjekt oder Wohnobjekt. Und wir sehen, dass in dieser Zeit, in den letzten Jahren, der Neuzugang in den Markt am Abnehmen ist. Anzahl Einheiten, die gebaut werden. Was ihr seht, hier als Linie dargestellt in Gelb und Blau,
ist die Planung, also die Baubewilligung und Baugesuch. Das ist wie ein vorläufender Indikator. Zuerst muss man Bewilligung haben und dann kann man verbauen. Und wir sehen hier, dass das schon eine Weile rückläufig ist, was eigentlich nicht viel Gutes verspricht für die zukünftige Bautätigkeit, weil das schon am Zurückgehen ist. Und das trifft jetzt auf eine Dynamik, wo wir einen Zuwachs haben von Haushalten, wo eben durch die Zuwanderung, durch Bevölkerungswachstum, durch mehr Haushalte, die tatsächlich rausgehen, die tatsächlich suchen auf dem Markt nach Einheit. Und was wir hier sehen, die Differenz, das ist im Prinzip die Lücke. Und natürlich, wenn ihr jetzt eine Wohnung sucht, dann werdet ihr sicher von Wohnungsnot reden, weil es wahnsinnig schwierig ist, gerade in urbanen Zentren. Das sind genau Leute, die in dem Gap drin sind. Also das heisst, wir haben tatsächlich auf absehbare Zeit von der Dynamik her ein Problem, wo sich mit grosser Wahrscheinlichkeit wird akzentuieren. Ich komme noch einmal zurück auf die Preise. Das war jetzt wiederum die Menge. Preise, ich habe euch das schon mal gezeigt. Was man hier sieht, ist die Preisentwicklung noch einmal von diesen Mietobjekten. Das sieht ja nicht dramatisch aus. Das sieht ja sehr flach aus. Jetzt, was ist das für ein Mietindex? Der Mietindex hat Bestandesmieten drin. Das sind Leute, die bereits eine Wohnung haben, die drin wohnen. Und einen kleinen Anteil sind Leute, die tatsächlich jetzt gerade auf dem Markt waren und gesucht haben. Jetzt, wenn man sich nur auf den Preisindex verlässt, würde man sagen, ja, kein Problem. Der Punkt ist aber, dass es neben der Bestandesmiete, die stark reguliert ist, und auch die gibt, die jetzt auf dem Markt Wohnungen suchen müssen. Junge Leute, Haushalt gründen, Leute mit Kindern, Leute, die umziehen. Und der sieht die Situation recht anders aus. Und ist schon von dort, wo das Gefühl kommt, dass wir tatsächlich ein Problem haben. Und das sind hier jetzt abbildet, die sogenannten Angebotsmieten. Das ist ein Mietindex von HomeGate, es gibt auch noch andere. Und was man hier sieht, ist, dass die urbanen Zentren, wir haben hier Basel-Stadt, wir haben den Kanton Zürich und Stadt Zürich, wo seit längerer Zeit quasi eine starke Erhöhung haben von diesen Angebotsmieten. Also ihr seht schon jetzt, wir haben in einer gewissen Hinsicht den segregierten Markt. Die, die eine Wohnung haben, haben eine gewisse Preisentwicklung. Wenn dann die, die vom Markt müssen gehen und müssen umziehen, die stehen einem völlig anderen Preisen gegenüber. Ja, wenn wir doch jetzt so schön sehen hier, dass man doch eigentlich das Problem von der hohen steigenden Mieten im Prinzip einfach lösen kann, indem man sie reguliert, ist es eigentlich naheliegend zu sagen, es ist doch einfach ein Ort, wo man keinen Markt haben will. Wir schalten doch mal den Mietmarkt aus. Das ist schon übrigens ein Argument, das häufig gebracht wird. In der letzten Sendung, wo ich schon darüber geredet habe, EcoTalk, Jacqueline Badran argumentiert, dass eben genau der Mietmarkt, das Mietrecht der Markt eigentlich nicht vorgesehen. Also Mieten sind dem Markt entzogen sein. Und das eben, die Idee ist hier, es gibt einen Referenzzinssatz, im Moment bei 1,25%. Und irgendwie so eine gedeckelte Rendite, das sind so Kosten, die man noch anrechnen kann und so weiter. Aber im Prinzip tut das Gesetz vorgeben, wie die Mieten können aussehen können. Gibt es also gar keinen Markt? Stylized Fact, ja, es gibt natürlich einen Markt, weil es geht nicht um einen Markt, sondern um Marktkräfte. Und was wir sehen, ist allgemein Wohnungsknappheit. Und das ist ein Ausfluss aus diesen Kräften. Und was wir sehen, ist, dass wir grosse Differenz haben von diesen Bestandes- und Angebotsmieten, die ich kurz eingeführt habe. Wie sieht denn das aus? Bestandesmieter, das sind Leute, die eine Wohnung haben, die im Moment Miete zahlen, in einem bestehenden Verhältnis, haben deutlich tiefere Mieten und eine andere Entwicklung als Angebotsmieter, Leute, die Neumieter werden, in ein neues Mietverhältnis eintreten. Die zahlen typischerweise viel höhere Mieten. Das heisst, hier ist jetzt der Unterschied nicht mehr so gross, aber der war zum Teil sehr hoch gewesen. Also wir haben wie zwei verschiedene Märkte. Die einen, die durch Regulierung in einem bestehenden Mietverhältnis geschützt sind, versus die, die tatsächlich auf dem Markt eine Wohnung suchen müssen. Also das Problem ist, dass sich der Markt nicht so einfach ausschalten lässt. Warum? Es geht nicht darum, dass man sagt, wir wollen einen Markt, sondern der Markt ist nichts anderes als Anreiz, den Individuen haben. Einfach schlichtweg, weil wir halt so ticken, wie wir ticken. Also das heisst, Marktkräfte bestehen weiter, auch wenn wir Regulierung machen. Und ich denke, das ist wichtig zu sehen und das zu ignorieren, ist ein bisschen wie, wenn man mit 100 auf eine enge Kurve zugeht und sich entscheidet, die Kurve zu ignorieren. Kann man machen, ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Also,
Wenn Mieten nach aber reguliert werden, das ist typischerweise das, was Regulierung macht, deckeln. Das können Kostenmieten sein, das kann das normale Mietgesetz sein. Was passiert ist, Nachfrage nach Wohnraum steigt, weil es ja relativ günstig ist. Die Leute suchen, finden aber nicht. Wohnungsknappheit passiert dann, wenn das Angebot nicht mehr mithalten. Und auf der Seite des Angebots passiert, ja, wenn die erwarteten Mieteinnahmen tief sind, lohnt es sich nicht, neu zu investieren, neuen Wohnraum zu generieren und das Angebot auszuweiten. Und natürlich hat es auch Einfluss auf den Bestand. Also Investitionen in Bestand sind unattraktiv, weil man die Mieten typischerweise nicht einfach erhöhen kann. Also, das ist ein kleines Dilemma. Und der Haupteffekt von solchen Preisregulierungen, übrigens nicht nur im Immobilienbereich, sondern auch in anderen Bereichen, ist typischerweise immer das Gleiche. Es ist eine Verknappung in Menge, also Wohnraumverknappung, und es ist preistreibend. Jetzt, das kann man gerne haben oder nicht, ist aber halt das, was typischerweise passiert. Es gibt aber noch Nebeneffekte. Und Nebeneffekte sind folgendermaßen. Erstens gibt es so etwas wie ein Lock-in. Wieder mal eine Wohnung hat, stellt euch vor, ihr habt in Genf eine Wohnung. Genf ist wahrscheinlich der stärkst regulierte Markt in der Schweiz. Dort wieder auszuziehen ist eine extrem schwierige Geschichte, weil die verlieren die gesamten Privilegien, die über die langen Jahre möglicherweise oder drin waren, haben aufkumuliert. Auf dem Markt eine Wohnung zu finden, ist extrem schwierig und ist sehr viel teurer. Das heisst, ihr seid immobil. Die werden nach dreimal überlegen, ob ihr auszieht und an einen anderen Ort hergeht. Es ist eine Diskriminierung von denen, die eine Wohnung haben, Altmieter versus die, die eine neue Wohnung suchen, Neumieter. Das hat Verteilungskonsequenzen, weil man mit solcher Regulierung typischerweise halt die schützt, die schon Wohnungen haben. Häufig sind das natürlich überdurchschnittlich viele Junge, die einen eigenen Haushalt gründen und auch viele Haushalte mit Kindern, die plötzlich grössere Raumanforderungen haben. Es gibt ein Wohnungsmismatch. Das heisst, erstens auf der Seite, dass eben Wohnobjekte nicht effizient genutzt werden, dass nicht Leute drin sind, die dort wetten sind, weil sie auch dort arbeiten und möglicherweise die Nähe suchen würden, sondern halt Leute drin sind, die dort bleiben, weil die Miete billig ist und das nicht aufgeben, das Privileg. Das heisst, wir haben typischerweise längere Pendlerzeiten, weil eben die Leute nicht mobil sind. Und sonst reden wir davon, dass es wichtig ist, dass die Leute dort gehen, die die Arbeit haben und Pendler und so weiter. Eine grosse Diskussion auch in diesem Bereich. Und auf der Seite der Investoren, typischerweise Umbau und Renovation ist typischerweise immer für Upgrades, weil man dort argumentieren kann, warum man möglicherweise höhere Mietzinsen verlangen kann. Also, was ist jetzt die wissenschaftliche Evidenz zu dem Ganzen? Ist das alles nur so ein bisschen Lehrbuch und pure Theorie? Das ist ja naheliegend bei einem Akademiker. Die Antwort hier ist nein. Und gelinde gesagt ist die Evidenz ziemlich klar. Ich glaube, sie ist erdrückend, dass Preisregulierungen die Effekte haben und weit über Immobilienmärkte raus. Das ist im Prinzip in fast allen Märkten. Wir sehen immer die gleichen Phänomene. Anschauliche Beispiele sind gerade Genf, Berlin mit dem Mietdeckel, der ist kassiert worden vom Gericht. Ähnliche Auswirkungen, San Francisco als Beispiel. Und dazu Evidenz. Das sind jetzt nur einfach drei sehr, sehr gute Publikationen dazu, die zeigen, dass es im Prinzip halt die Mechanismen gibt. Ob man sie gerne hat oder nicht, ob man die gut findet, normativ oder nicht, ist ein anderes Thema. Also, erste Quintessenz: Darf man mit Wohnen Geld verdienen? Aus wohlfahrtsökonomischer Sicht? Ja, bitte. Warum nur das macht, dass wir das Angebot ausweiten können? Nachfrage zurückzudrängen. Die Leute sagen, nein, bitte geht in eine kleinere Wohnung. Nein, die könnt noch nicht ausziehen, daheim, die sind noch zu jung. Das ist ein Albtraum. Ich denke, das ist für die meisten Leute ist das enorm schwierig. Aber das Angebot ist etwas, das wir ausdehnen können. Und das ist eine Möglichkeit, wie man auf derartige gesellschaftliche Entwicklungen, die auf der Nachfrageseite passieren, kann darauf reagieren. Also, aber, jetzt kommt das grosse Aber. Es gibt natürlich Zielkonflikte. Wir haben jetzt gesehen, was Märkte machen, aber es gibt Zielkonflikte. Und die eine schöne Grafik dazu ist Daten vom BFS, hübsch aufbereitet von Wüst und Partner 23. Was man sieht, ist, dass die Wohnkostenbelastung nach Haushaltstyp, also von den tiefen Einkommen in Blau bis zu den 20% höchsten Einkommen, die Wohnkostenbelastung von den untersten Haushalten, von den Haushalten mit den tiefsten Einkommen, die hat zugenommen. Und das sollte uns zu denken geben. Das ist tatsächlich ein gesellschaftspolitisches Problem, das man nicht ignorieren sollte, aus meiner Sicht. Also,
Was haben wir hier? Wir haben einen Zielkonflikt zwischen Effizienz, das klingt so kaltherzig, und Verteilung. Aber was ist Effizienz? Effizienz ist nichts anderes, als was wir jetzt darüber geredet haben. Allokation, also genügend Wohnraum in der richtigen Qualität, also das, was die Leute wollen, am richtigen Ort. Wir nennen das Effizienz. Das ist ein Begriff, der ist leider politisch ein bisschen aufgeladen ist, aber eigentlich also akademisch sich sehr ein normloser Begriff. Das heisst einfach nur, wir verwenden die Ressourcen, ohne dass wir sie verschwenden. Das ist die Idee der. Und für das sind Marktkräfte enorm fruchtbar, weil sie der die Ressourcen antun, wo sie gebraucht werden. Aber Effizienz ist nur ein Ziel, ist nicht das einzige Ziel. Und das scheint mir wichtig zu sein. Es gibt andere Ziele. Und natürlich kann eine Gesellschaft mit dem nicht einverstanden sein. Mit der Allokation, dass gewisse Leute grössere Wohnungen haben, kleinere Wohnungen haben, dass die auch nicht Zugang haben zu Wohnungen im Stadtzentrum. Das muss man als Gesellschaft nicht gut finden. Und ich denke, da gibt es gute Gründe, dass wir das normativ diskutieren müssen und nicht alle gleicher Meinung sind. Also wir haben ein Verteilthema. Zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum auch für tiefe Einkommen, soziale Durchmischung etc. etc. Ich denke, das sind legitime Dimensionen, die müssen diskutiert werden. Was ich herausgekürzt habe, ist, warum dass wir mit der aktuellen Wohnbaupolitik die nicht erreichen können, leider. Mietzinsdeckel habe ich schon diskutiert. Es gibt auch sozialen Wohnungsbau, der grosse Probleme hat, weil viele Leute mitsubventioniert werden, die es gar nicht brauchen. Mietzinsdeckel sind ganz viele Leute davon betroffen, die es nicht brauchen. Das heisst, wir haben wahnsinnige Streuverluste. Und was Ökonomen typischerweise vorschlagen, ist, dass man einen Paradigmenwechsel haben sollte. Also die Unterversorgung stoppen, das Angebot nicht unnötig behindern, überlegen, welche Regulierung braucht es wirklich, welche ist wichtig und sinnvoll. Und Nachfrage nicht staatlich beführen mit künstlich tiefen Preisen. Das Zweite, und das ist wichtig, ist der soziale Ausgleich. Wir sollten mal Ziel formulieren, was feiner. Wenn wir die tiefen Einkommen haben, dass sie Möglichkeiten haben, in der Stadt zu wohnen. Und dann ist die Frage, wer tun wir denn finanzieren? Und Ökonomen würden sagen, wir müssen wegkommen von der Objektförderung hin zur Subjektförderung, dass wir gezielt tiefe Einkommen Zuschüsse geben. Also, dass wir quasi subventionieren, statt den Beton, dass wir Menschen subventionieren. Also, Quintessenz. Wohnraum wird knapper, aber wir haben noch in den meisten Fällen noch keine akute Wohnungsnot. Das ist so ein bisschen Vogelperspektive für alle, die eine Wohnung suchen, klingt das möglicherweise ein bisschen zynisch. Aber gesellschaftlich sehen wir im Moment, sind wir noch nicht im völligen, in einer akuten Wohnungsnot. Nur, wir gehen in diese Richtung. Knapper Wohnraum und steigende Mieten sind nicht primär ein Problem von raffgierigen Investoren, sondern es hat kurzfristige Treiber von dieser Verknappung. Das ist die Bevölkerungsentwicklung, Zuwanderung ist ein Thema, steigende Zinsen. Und man hat strukturelle Treiber. Und das ist dort, wo wir am meisten machen können. Das Zinsumfeld ändern, das schaffen wir nicht, auch politisch nicht. Aber das müssen wir wahrscheinlich nicht stark diskutieren. Aber natürlich bei den strukturellen Treibern der Verknappung. Das heisst, wir müssen über Mietpreisregulierung reden, Raumordnung, Bauordnung, Lärmschutz etc. Und ich denke, weitere Verschärfungen von diesem Regulierungskorsett sind schädlich. Also, über die bestehende Regulierung, die eh schon einschränkt sind, darüber aus, weitgehend Kostenmiete und so weiter, das sind Sachen, die ich nicht empfehlen würde, weil sie typischerweise das Angebot weiter verknappen und das Problem halt nicht lösen, nur verschärfen. Darum, Neuausrichtung wäre aus ökonomischer Sicht Fokus auf Menschen statt Beton. Vielen Dank. Dankeschön vielmals, Herr Schelko. Und ich möchte alle weiteren drei Diskussionsteilnehmer bitten, auf die Bühne zu kommen. Und das ist schon passiert. Grundfrage: Dürfen wir mit Wohnen Geld verdienen? Haben wir im Einleitungsreferat von Sebastian Deininger gehört, ja, unbedingt, damit es mehr Wohnungen gibt. Der Professor sagt: Ja, bitte. Ulrich Krise, Sie sind Geschäftsleitungsmitglied von der Edith Marion Stiftung. Nehmen Sie hier schon mal Ihr Mikrofon, dass Sie es schon ein bisschen angewärmt haben. Es läuft. Nicht, ja. Also, Geschäftsleitungsmitglied von der Edith Marion Stiftung. In Basel kennen wir Ihre Stiftung. Auf der Homepage heisst es, der Boden der Spekulation entziehen.
Sie sind auch selber sehr aktiv in der ganzen Bodenpolitik hier in Basel. Selber wohnen Sie in Schopfheim und sind dort auch treibende Kraft für die Idee, dass man Besteuerung anders macht. Sehe ich das richtig, wenn der Ökonom gesagt hat, ja, bitte Geld verdienen, dass Sie es anders sehen? Ein Stück weit anders schon. Also man darf mit Wohnungen schon noch Geld verdienen, gerade wenn wir auch noch private Investoren haben wollen. Ne? Das spricht erstmal nichts dagegen, auch mit Wohnungen Geld zu verdienen. Ist die Frage, wie viel? Ja? Da fehlt mir jetzt sozusagen der Hinweis, dass ich sag mal, Wohnungen ja nicht nur, die schweben ja nicht im freien Raum, sondern die stehen auf Grund und Boden. Und der Wert des Bodens ist ein ganz maßgeblicher Wert. Und ich möchte sozusagen eigentlich in Frage stellen, ob dieser Wert und die Rendite, die man aus diesem Land- und Bodenwert ziehen kann, ob der überhaupt den Investoren zusteht. Ja? Denn die Landwerte sind ja eine Gemeinschaftsleistung. Was ändert denn das? Macht denn das Miete günstiger, wenn man das anders berechnet? Zunächst mal sorgt es dafür, also berechnet, nein, also das, die allein die Berechnung natürlich nicht, aber die Idee, die Bodenrente zu vergemeinschaften, also über eine Steuer, führt erstmal diese Werte zurück in die öffentliche Hand. Ja? Also wir, Sie hier, die hier sitzen, Steuern zahlen, für Theater, für Schulen, öffentliche Sicherheit, alles Mögliche. Basel, die hohen Bodenwerte in Basel sind ja erstmal ein gutes Zeichen, weil Basel attraktiv ist. Also wenn die Bodenwerte sinken würden von heute ab, müsste man sich eigentlich anfangen, Sorgen zu machen. Ja? Es ist erstmal ein Signal, Basel ist attraktiv und man will hier wohnen, aber die Werte sind eine öffentliche Leistung. Und im Moment subventioniert die Schweiz die Investorinnen massiv, weil die Mieten stark abhängig sind von den Bodenwerten und den Bodenwertsteigerungen. Ja? Und diese Werte sollte man eigentlich vergemeinschaften. Und das würde dazu führen, dass das Angebot sich erhöht. Dann halt hätten wir nämlich mehr Markt. Eine Besteuerung der Bodenwerte und nicht der Häuser, sondern nur wirklich der Böden, würde dazu führen, dass es nicht attraktiv ist, Land untergenutzt zu lassen, gar mit Bauland zu spekulieren. Das würde einfach auf Dauer zu teuer werden. Das Angebot an Wohnraum würde sich dadurch erhöhen. Es würde mehr investiert werden, mehr gebaut werden. Und das würde dann zu sinkenden Mieten führen. Das heisst Bodenwertsteuer. Wir kommen nachher nochmal darauf zurück. Es ist kompliziert. Ich habe mich in der Vorbereitung auch ein bisschen einlesen. Wir lassen es einfach jetzt mal so stehen. Ich möchte Sie nachher nochmal vertieft fragen. Ich möchte zuerst die zwei anderen Podiumsteilnehmer auch noch vorstellen und je auch mit einer ersten Frage. Matthias Henny, Sie sind von der Baloise Versicherung, wie wir hier zu Basel sagen. Sie sind in der Konzernleitung. Sie haben ursprünglich in Basel Physik studiert und promoviert und sind in der Zwischenzeit der Anlagechef von der Baloise. Wie ist der Weg als Physiker zum Anlagechef? Das war ein Weg mit gewissen Kurven nach links und nach rechts. Also ich bin zuerst nach dem Studium oder nach der Promotion bin ich ins Consulting gegangen, von dort aus ins Asset Management. Mir hat schon immer das fasziniert, was finanzmathematisch getrieben war. Und das Asset Management ist mir da sehr entgegengekommen. Und ich bin dann vor 11 Jahren zurück nach Basel gekommen und seitdem bei der Baloise tätig. Wir deklarieren das. Baloise ist zu 28% Teilhaber von Rheinstadt AG, wo ein Teil organisiert von heute oben. Sie wollen sicher, wenn man das Kleinbeck überbaut, Geld verdienen mit dem Wohnen, oder? Das ist ja auch Teil vom Titel. Darf man mit Wohnen Geld verdienen? Ich bin der Meinung, man darf nicht nur, man muss sogar. Und zwar, weil nur wenn man Geld verdient, kann man auch weiter investieren, kann man Wohnungen in Schuss halten, kann man nach einer gewissen Zeit auch wieder sanieren, was notwendig ist. Ohne dass man Geld verdienen kann, in einem normalen Renditeumfeld natürlich, ohne das können sie gar nicht einen Wohnungsmarkt am Leben erhalten. Gut, man kann sagen, eine Einheit ist für sich
zuständig, also eine Wohneinheit, da braucht es eine kleine Rendite, um es dann können sanieren vielleicht wieder. Und ein neues Produkt muss dann halt mit anderem Geld gebaut werden. Für das braucht es eigentlich nicht unbedingt eine Rendite von jedem Haus. Gut, also der andere Teil, wieso es eine Rendite braucht, liegt in der Sicherstellung der Rente. Und ich denke, das betrifft wahrscheinlich jede hier in diesem Raum. Egal, ob sie in einem Erwerbsleben tätig sind und in eine Pensionskasse einzahlen oder ob sie schon Pensionskassenrente beziehen. Pensionskassen sind im Schnitt zu 25% in Immobilien investiert. Und die Höhe von der Rente ist damit abhängig davon, was man auf Immobilien verdienen kann. Aber dann verstehen Sie die Leute, die sagen, Kopf, ich kann mir die Wohnung nicht mehr leisten, aber dafür bekommen die anderen eine Rente. Also die Rente bekommen alle am Schluss. Und, Sind unterschiedlich hoch. Die sind unterschiedlich hoch, die Beiträge sind auch unterschiedlich gross. Aber ich meine, wenn man die Mietpreisentwicklung anschaut in Basel, das haben sie jetzt nicht gezeigt. Schweizweit sind sie angestiegen, deutlich angestiegen. Wenn man es in Basel anschaut, die letzten 10 Jahre hat es kaum eine Steigerung gegeben. In den Mietwohnungspreisen 1% pro Jahr. Das ist relativ überschaubar. Gut, aber er hat relativ deutlich aufgezeigt, wer neu etwas sucht. Und da zitieren wir gerne die junge Familie, die gerade Kinder hat. Die haben doch Mühe und die zahlen richtig Geld für eine neue Wohnung. Das ist tatsächlich das Problem. Und Herr Schelker hat das ja perfekt aufgezeigt. Es gibt hier den Unterschied zwischen, also insbesondere in diesem Markt wie jetzt Genf, wo es sehr starke Mietpreisregulierung gibt. Genau dort sieht man die Phänomene von dem zweiteilten Markt. Also die schon eine lange Wohnung haben. Wir haben das zu Basel auch. Das ist ja. Nicht nur zu Genf. Gut, das Problem. Genf hat 40 Jahre Vorsprung. und dort sieht man auch schon die negativen Auswirkungen. Nein, aber es ist tatsächlich nicht das Problem oder die Ursache sind nicht die Investoren, sondern die Ursache ist die Mietpreisregulierung, die dazu führt, dass die lange in einer Wohnung drin sind, dass die eigentlich zu wenig zahlen. Und die halt die Wohnung wechseln müssen, weil zum Beispiel eben Familie wächst, Kinder werden grösser, brauchen mehr Platz, die sind dann eigentlich benachteiligt, weil die zahlen dann zu viel. Hätten Sie eine Idee? Könnte man die schon lange drin wohnen, irgendwie höher besteuern? Wäre das etwas? Ich glaube nicht, dass das Thema lösen wird. David Wüst-Rudin, Sie sind der Politiker heute oben auf dem Podium. Sie sind von den Grünliberalen. Sie sind Fraktionspräsident von den Grünliberalen, GLP in Basel, Grosser Rot. Haben die Grünliberalen im 2008 auch mitgegründet und sind auch lange Präsident gewesen. Man kennt sie dort in Basel gut. Und auch als langjähriger Politiker haben Sie verschiedene von diesen wohnpolitischen Vorlagen auch im Grosser Rot mit entschieden und auch mitgeprägt. Was kann die Politik dazu beitragen, wenn eine junge Familie sagt, ich finde einfach keine zahlbare Wohnung? Ja, was kann sie beitragen? Es kommt ein wahrscheinlich darauf an, welche Sichtweise und Überzeugung das man hat. Es gibt die eine Sichtweise, die sagt, man muss eben möglichst Mietzinsen regulieren und deckeln. Und das wäre dann der Beitrag, dass die Familie Wohnung findet. Ich bin gerade anderer Meinung. Die Ökonomie hat jetzt das unterstützt. Also wichtig ist, dass es genug Angebot gibt. Das heisst, wir müssen von der Politik aus ein Umfeld schaffen, dass auch Wohnungen gebaut werden, dass attraktiver Wohnraum gebaut wird und eben, dass ausreichend Wohnraum gebaut wird. Das kann aus verschiedenen Arten passieren. Das kann auch durch Verdichtung passieren, zum Beispiel. Also wir diskutieren ja verschiedenes, die neue Arealentwicklungen, dichter, höher bauen, vielleicht auch Anreize schaffen, dass man nicht, wenn viel Wohnfläche pro Kopf gebraucht wird, dass das vielleicht nicht ausartet. Also das wäre eine ineffiziente Allokation, oder? Wenn pro Kopf sehr viel Wohnraum gebraucht wird und das sehr ungleich verteilt ist, was wahrscheinlich auch der Fall ist. Also es gibt auch quasi wie übernutzten Wohnraum, es gibt unternutzten Wohnraum. Und dort kann man probieren, ein bisschen die Rahmenbedingungen zu schaffen. Dass was wären das für Rahmenbedingungen? Allenfalls eine Besteuerung pro Quadratmeter, wo man wohnt? Also wenn man jetzt über Unternutzung anschaut, ja, zum Beispiel, das wäre ein Anreiz. Also wenn man pro Kopf eine gewisse Quadratmeterzahl übersteigt, dass man dann irgendwie mehr Miete muss zahlen
im Verhältnis, als wenn man weniger braucht. Das wäre eine Idee, die die GLP würde unterstützen. Das wäre eine Idee, die wir könnten unterstützen, zum Beispiel, dass man so Anreiz schafft. Aber wichtiger ist, und das ist der wichtigste Punkt, dass Wohnraum geschaffen wird. Das ist ja gesagt worden. Es muss genug Angebot da sein, dass die Nachfrage eben von denen, die wechseln, dass die auch genug Angebot antreffen, dass denen ihre Preise nicht zu hoch sind. Und dann ist auch das Gefühl von Wohnraumknappheit ist weniger da. Dann ist auch die Verteilung von der Belastung ist gerechter. Und dann gibt es natürlich noch andere Punkte. Es gibt immer verschiedene Aspekte. Es ist auch aufgezeigt worden, wie ist die Belastung von den verschiedenen Einkommensgruppen. Auch dort sind wir sehr nahe an der Ökonomie. Wir sagen auch, es soll nicht Objektfinanzierung geben, sondern Subjektfinanzierung. Das ist eigentlich schon immer unser Credo gewesen. Das sind so Ansätze, die man machen kann. Aber das kommt eben ein bisschen darauf an, auch wie man es zu welcher Richtung man es sieht. Gut, also Sie sind heute als Grünliberale hier. Wir wollen die Grünliberale Sicht hören und Ihre persönliche Meinung selbstverständlich. Aber wenn Sie sagen, man muss einfach mehr Angebot schaffen, also wenn ich mich mag erinnere in der Vergangenheit, dann, wenn das geklappt hat, dann war es, wenn man die grüne Wiese hat anfangen zu überbauen. Weil dann hat man schnell viel Wohnungen können bauen. Weil wir sind hier in einem beschränkten Stadtkanton. Gut, wir sitzen hier auf dem Kleebeck, da wird etwas frei. Braucht noch ein bisschen Zeit. Aber das ganz schnell Angebot schaffen ist auf der grünen Wiese. Wollen Sie das? Nein, aber darum ist ja das hervorragende Ausgangslage, die wir hier in Basel haben, dass wir die Areale haben. Und darum ist eben auch enorm wichtig, dass auf diesen Arealen jetzt auch die Wohnungen können entstehen können. Dass also Rahmenbedingungen sind, dass denen, die Flächen gehören, die hier investieren wollen, dass sie auch investieren und die Wohnungen schaffen. Und der zweite Punkt ist eben wegen der grünen Wiese, ist, dass man muss schauen, wo kann man verdichten. Und das sind ein bisschen längerfristige Prozesse. Also, dass man Bauordnungen so schafft, Bewilligungswesen so schafft, dass eben verdichtet wird, dass höher gebaut wird, dass vielleicht aufgestockt wird, Stockwerk. Und das passiert nicht von heute auf morgen, wie eben grüne Wiese, sondern das sind längere Prozesse, wo die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und auch, wo man redet dann so vom Klima, oder? Wo das Klima muss richtig sein, dass auch die Leute wirklich, man hat gesehen, sind 40% oder so in Basel sind in privater Hand. Also dass auch Leute, die privat ein Haus haben, ein Mehrfamilienhaus und Wohnungen vermieten, dass die vielleicht auch aufstocken. Aber wenn natürlich die Regulierungen so sind, dass man davon ausgehen muss, dass man das irgendwann in 100 Jahren wieder refinanziert hat und wenn man dann noch etwas sanieren muss, dass man das auch erst in 50 Jahren refinanziert hat, dann wird man das nicht machen. Und darum braucht es ein gutes Klima, das investiert wird in eine längerfristige Verdichtung und so weiter. Ich probiere zusammenzufassen. Ich glaube, drei Herren auf dem Podium sagen, einfach möglichst schnell das Angebot ausweiten und dann haben wir nicht mehr so ein Problem. Herr Kriese, sehen Sie das auch so? So einfach ist es nicht. Ich meine, ich habe nichts gegen... Gut, Achtung, die drei Herren haben auch nicht gesagt, dass es einfach ist. Ja, aber es ist ihre Weg. Gut. Ja. Ja. Aber eben, das ist eben nicht alles. Und also eben, es sind viele Sachen. Einmal, dass Sie gleich im ersten Statement mit der zweiten Säule kommen müssen, sage ich mal als Argument, finde ich schon problematisch. Also natürlich müsste man eigentlich, oder haben wir auch in Frage gestellt, also dieses System der kapitalgedeckten Altersvorsorge, das ist natürlich ein Treiber, absolut. Und der Anteil der privaten Eigentümer nimmt ja stark ab. Und sie profitieren, also sie kaufen ja von den Privaten auf. Das sieht man hier, es gibt diese Initiative hier mit Betongold, ja, das ist hier passiert, in anderen Quartieren in Basel wird das auch, zeigt man, ist es statistisch nachweisbar, dass es wirklich eine Umschichtung von privaten Eigentümern zu institutionellen Investoren am Laufen ist, ja, und das treibt natürlich die Preise an, ja. Und hören Sie, noch mal gern das gerade noch mal, Herr Henny, Sie sind einfach zu mächtig. Weil sie so viel Geld haben, wo sie für die Pensionskasse können verwalten. Also das Pensionskassensystem, das Drei-Säulen-System, das wir haben, oder? Die zweite Säule ist eine von drei. Und ich muss sagen, das ist eines der besten Vorsorgesysteme, das es weltweit gibt. Oder? Und zu dem sollte man Sorge tragen. Und natürlich, die zweite Säule ist kapitaldeckt. Und das ist ein wichtiger Faktor im Vorsorgesystem. Jetzt machen wir gerade Ping-Pong. Bestes System? Also nein, das Beste ist immer noch die Umlage. Aber ich meine, das ist jetzt eine... Aber da müsste man eigentlich an diese Debatte müsste man ran, ja? Ist das wirklich das beste System? Das stelle ich mal in Frage. Ja? Also Umlage haben wir auch, das ist die erste Säule. Ja. Und mit drei Säulen ist man einfach gut diversifiziert. Ja,
Also von dem dreifach her, hält besser. Es ist ein Pfeiler von unserem Vorsorgesystem. Ja. Okay, Krise? Es ist so, aber es ist kritisch. Und es dürfte nicht so sein. Und das Argument mit der Regulierung, ich meine, ich bin auch nicht der Regulierer. Ich bin als Stiftung, wir sind auch investiert in Wohnungen und wir sind auch nicht Fan davon, wenn in Berlin, wo wir auch engagiert sind, über Mietendeckel und so weiter diskutiert wird, obwohl wir natürlich im unteren, mittleren Bereich uns bewegen. Aber ich sage mal, ich bin kein jetzt Verfechter der noch weitergehenden Regulierung, gar nicht. Im Gegenteil, indem ich sage, man müsste bei den, also es gibt ja den Markt, den die öffentliche Hand und die Stiftung und die Genossenschaft machen, der ist ja schön. Und wenn man da noch das Land hat, umso besser, dann kann man sozusagen Sorge tragen. Aber im privaten Markt, und darüber geht es ja heute Abend, ja, da haben wir ja nicht so den Zugriff, zu sagen, so müsst ihr und so müsst ihr, es sei denn, man reguliert sehr viel, ja, kann man machen, aber das hat auch seine Grenzen, da gebe ich allen recht, die sagen, man darf es auch nicht übertreiben, ja, und deswegen sage ich, der einfachere Weg ist quasi der Weg über die Abschöpfung der Bodenrente, das sind massive Umverteilungen, was da stattfindet, in Milliarden Größenordnungen, ja, dass sie Renditen von 6%, von 7% erreichen, weit über anderen Anlagemöglichkeiten, liegt daran, dass diese Überrendite erzielt wird über die Bodenwerte und die Abschöpfung der Bodenrente. Und das ist das Problem im Kern, weil das keine Leistung von ihnen ist. Avenir Suisse, da sind sie ja auch mit dabei, ja, und Swiss Life und alle anderen auch, haben vor 10 Jahren schon eine Bodenwertsteuer empfohlen, ja. Auch das Institut der deutschen Wirtschaft, die Initiative, die ich mitverantwortet habe in Deutschland, das ist ein sehr wirtschaftsfreundlicher Ansatz, der führt zu einer Angebotsausweitung ohne Regulierung. Und der Staat oder die öffentliche Hand verdient noch dran. Also man muss noch nicht mal Wohnbau subventionieren. Herr Henny, ja, reagiert auf das. Ja, also zum Thema Rendite muss ich etwas sagen, oder? Also Sie haben 6-7% genannt. Das ist Total Return, also laufende Rendite plus Kapitalgewinn. Mehr als langfristige Investoren. Ja, also das ist einfach nur Marktwertsteigerung, sei es jetzt Boden, sei es Gebäude, spielt jetzt nicht so eine Rolle. Aber wir sind als langfristige Investoren, wir sind an der laufenden Rendite investiert. Wir haben nichts davon, von dieser Marktwertsteigerung. Nein, weil man hat nur etwas davon, wenn man es wieder verkaufen tut. Das wollen wir ja gar nicht. Wir investieren über Jahrzehnte mit einem langen Anlagehorizont und wir kassieren nur die laufende Rendite, ich sage jetzt mal, in einem Bereich von 2-4%. Was schon viel ist. Das ist eine normale, vernünftige Rendite, die es braucht, um auch die langfristigen Investitionen zu können. Ich habe das auf meinem Bankbüchlein nicht. Ich gehe ja auch kein Risiko ein, oder? Aber, wie bilanzieren Sie denn? Sie bilanzieren auch nach den Marktwerten, oder? Also es gibt unterschiedliche Rechnungslegungsvorschriften, aber das, was für uns relevant ist und das, was auch für den Mieter relevant ist, für den Mieter ist relevant, das, was er zahlt als Mietzins. Und das ist nur Teil von dieser laufenden Rendite, die eben die 2-4% darstellt. Ja, beim Mieterwechsel, dann, Sie haben in den Büchern hohe Werte stehen, dann müssen Sie die ja auch irgendwo reinholen, oder? Herr Schelko, jetzt also, läuft aufs Mikrofon. Vor genau, nicht los. Also ich glaube, es gibt vielleicht, wir tun jetzt schon relativ viele Themen ab, jetzt plötzlich sind wir bei der zweiten Säule und zum Umlagesystem und so. Ich glaube, es macht die Diskussion nicht einfacher. Ich glaube, das erste Mal die Frage, was ist so eine Rendite und was ist eine Investition, ist 2-4% viel? Ja, das ist halt eine Frage von, was sind meine anderen Möglichkeiten? Die Idee, dass man einfach bei der Immobilienrendite nicht zulässt, ist einfach eine unattraktive Investition. Das heisst, das Geld geht an einen anderen Ort her. Und typischerweise, wenn Investitionen nicht tätigt werden, normalerweise würde man nicht sagen, juhu, keine Investitionen. Das heisst, unattraktiv machen und regulatorisch unattraktiv machen, ist typischerweise keine gute Lösung. Weil schlechte Investitionsmöglichkeiten, ob das jetzt in Immobilien ist oder anderswo, ist selten ein gutes Zeichen. Erster Teil. Also die Idee, dass man eine Anlageklasse systematisch anders behandeln soll, führt zu wahnsinnig vielen Verwerfungen. Darum die Idee, was ist eine Überrendite, ist extrem schwierig zu sehen. Und weil sie eben zu Anreiz führt, dass ein Problem gelöst wird. Ein schönes Beispiel war die Pandemie, die knappen Masken. In kürzester Zeit sind die knappen Masken kein Thema mehr, weil halt
die Renditenmöglichkeiten sind riesig und alle sofort umgestellt. Wir haben in kürzester Zeit ein riesiges Problem gelöst. Darum, und es hat ein paar Missbrüche gegeben. Es hat natürlich ein paar Missbrüche. Es gibt immer ein paar Missbrüche. Immer. Ich glaube, die Idee, dass wir in einer perfekten Welt leben, alle ums Feuer und Kumbaya, das ist schwierig. Das ist extrem schwierig. Darum denke ich, man muss eine realistische Vorstellung haben und welches Problem wollen wir lösen. Und wenn das Problem ein schwerwiegendes ist, dann haben wir gesehen, dass eben die Flexibilität des Marktes sehr nützlich sein kann. Das ist mal die erste Idee, dass man das alles einfach so kann, Preise regulieren kann. Ich möchte noch kurz etwas zu dem... Ja, und der Herr Kiese hat ja schon ein erstes Mal... Wenn Sie auf das geht, ich meine, also, der gemeinnützige Wohnungsbau zeigt ja, dass man auch mit einer sehr bescheidenen Rendite bauen kann und Angebote schaffen kann. Ich meine, Westfeld und so weiter, in Zürich bauen sie auch Genossenschaftssiedlungen mit Hunderten von Wohnungen. Aber das ist ja nur möglich, weil Kosten abgewälzt werden auf die Allgemeinheit. Also das ist typischerweise im Baurecht vergeht. Landpreise werden nicht genutzt. Das sind Einnahmen auf der Fiskalseite, die weg sind. Wir könnten das Land verkaufen, in Fonds tun und damit, das können riesige Fonds sein, und damit Leute subventionieren, die tatsächlich in der Stadt leben, mit sehr tiefen Einkommen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten. Und das zu beschränken auf eine Art, ist, da muss man überzeugt sein, dass man mit dem ein Problem löst. Und eines der Argumente, das ich probieren zu bringen, ist, es ist wahnsinnige Streuverluste. Die Idee, dass tiefe Einkommen sollten können, an einem Ort leben und anständig können sie und bezahlbaren Wohnraum, das verfehlen wir, weil ein Grossteil von diesen impliziten Subventionen an ganz viele andere Leute geht. Das gibt Professoren in solchen Mietverhältnissen, wo schon unklar ist, warum ein Professor vor Allgemeinheit direkt oder indirekt subventioniert werden sollte. Ich glaube, das ist ein Problem. Ja. Eben, natürlich gibt es sozusagen überall, wie Sie sagen, Missbräuche, sage ich mal. Man will ja auch eine soziale Mischung und von daher ist es jetzt auch nicht unbedingt das Ziel, nur Sozialhilfeempfänger in einer bestimmten Siedlung zu haben. Also Sozialghettos will man ja auch nicht. Aber darum muss man eben gelten, dass die Leute dort wohnen können, wo sie wollen. Ja, aber es ist auch bekannt, dass in Genossenschaftssiedlungen die Einkommen im Durchschnitt tiefer sind, dass da schon also eine gewisse die Ziele werden auch, wenn nicht zu 100%, aber so weitgehend erreicht. Die Leute beanspruchen weniger Wohnraum, dadurch, dass es die Regeln gibt mit den wie viel Wohnraum pro Haushalt und so weiter. Also es spart auch das noch ein, Wohnraum, Wohnfläche ist sozusagen für die Gesellschaft günstiger insgesamt, weil Infrastrukturkosten dadurch Also ich denke, das ist eine Diskussion, die man ewig führen kann. Was ich vielleicht noch möchte, ich meine, die Idee von denen, es geht ja stark in eurem Argument um die Bodenfrage. Und ich glaube, die Bodenfrage ist nicht ganz unwichtig. Es ist eine, die uns lange schon beschäftigt. Die Frage ist, kann man nur an die Früchte von eigener Arbeit selber konsumieren oder ist es auch der Boden? Das ist eine Grundfrage. Entweder akzeptiert man Privateigentum oder quasi verallgemeinert Land. Das ist ein schwieriges Thema, gegeben, dass man es schon mal hatte, Privateigentum an Land, also eine breite Enteignung. Aber so verstehe ich euren Vorschlag nicht. Euer Vorschlag ist, wenn ich es richtig verstehe, Besteuerung von Boden. Und das ist ein Vorschlag, den viele Ökonomen unterschreiben. Ich würde wahrscheinlich zum Teil das auch unterschreiben. Ich denke aber nur, dass die Konklusion daraus falsch ist. Warum, was passiert beim Boden? Boden ist das ultimativ, wir nennen das inelastische Gut. Ich kann nicht den Boden vermehren. Boden ist da, ich kann die Höhe bauen, aber der Boden, wo das Gebäude draufsteht, ist da. Und was wir sehen, das passiert systematisch, ist, dass es überwälzt wird. Dass wenn ich das Warum sagen also, Sie Nein, Herr Kiese? Nicht überwälzbar. Also die Bodenwertbesteuerung ist nicht überwälzbar, weil eben das Angebot inelastisch ist. Doch, das ist genau der Punkt. Und es schöpft die Bodenrente ab, die sozusagen der Vermieter kann nicht aufgrund der Bodenwertsteuer sozusagen diese Steuer jetzt noch zusätzlich verlangen in der Miete, sondern er muss von seiner Rendite abgeben an den Staat. Ich probiere ins Publikum zu schauen, kommt man noch raus? Gut, es wird gewünscht, nochmal den Satz fertig machen. Also, ich denke, die Idee, dass es nicht überwälzt wird, das ist eine Illusion, weil das inelastische Gut, der, der quasi inelastisch ist, trägt Steuer. Das ist inelastisch. Jetzt, nur weil der Boden jemandem gehört und der wird dramatisch nachgefragt,
heisst das noch lange nicht, dass er wegen dem nicht Mieten aufgeht, dass die Steuer überwälzt wird. Und eine der Grundideen der Ökonomen, warum das eine Bodensteuer gut ist, ist, weil das im Prinzip überwälzt wird und die so viel dafür zahlen, die finden, das ist mir extrem viel wert. Und das ist die Grundidee der gesamten historischen Entwicklung, von der Idee der Ökonomie, ist genau, dass im Prinzip die Zahlungsbereitschaft für Boden effizient alloziert wird. Also von dem her gesehen, glaube ich, jetzt wird es vielleicht ein bisschen technisch, aber das ist... Nein, ich habe mich ja schon ein paar Jahre mit beschäftigt. Also es ist sozusagen nicht überwälzbar. Das ist der Unterschied zur Steuer aufs Gebäude. Die ist überwälzbar. Herr Krise, wenn ich die Bodenwertsteuer richtig verstanden habe, ist ja der Reiz dort vor allem dann da, wenn ein Areal noch nicht überbaut ist. Und dann ist der Druck auf den Besitzer, möglichst schnell zu bauen, weil... Solange nichts drauf ist, muss man die Steuer schon zahlen. Genau. Das bedeutet aber, jede Baulücke, jedes freie Land wird möglichst schnell dann überbaut. Was ja auch Sinn macht, wenn es Bauland ist. Warum sollte man Bauland im Markt vorenthalten? Wenn es eine Grünfläche sein soll, dann ist es eine Grünfläche, da darf es ja nicht überbaut werden. Also das Bauland ist natürlich, wenn der Kanton, die Gemeinde sagt, hier soll gebaut werden, dann soll bitteschön auch gebaut werden. Ja? Das ist für mich liegt auf der Hand, dass man das nicht dem Markt vorenthält. Sie haben ja hier Areal auf dem Kleebeck über Einstadt. Das würde heissen, jetzt müssen Sie richtig Tempo, also wenn wir das hätten, jetzt müssen Sie richtig Tempo machen, damit es möglichst schnell überbaut wird. Also, das würden wir ja gerne machen. Wir wollen ja Wohnungen bauen. Das ist ja durchaus. Aber ich glaube nicht, dass das genannte Rezept das Problem wird lösen. Weil, also, es gibt schon genug Steuern. Es gibt Mehrwertabgaben, es gibt Grundstückgewinnsteuern, es gibt wirklich verschiedenste Steuern. Und im Endeffekt führt das auch wieder zu einer Verteuerung vom Bauen, weil dann einfach noch etwas zusätzlich dazu kommt. Nein, nicht zusätzlich. Und es führt nicht dazu, dass mehr gebaut wird. Oder? Und das Thema, das wir vorher gehört haben, die Wohnungsnot. Wir haben gesehen, wie Baugesuche abgenommen haben, Baubewilligungen. Wir werden, wenn wir hier nicht gegensteuern, werden wir ein riesiges Problem haben in der Schweiz in den nächsten Jahren. Und wenn wir jetzt noch zusätzliches Bauen oder das Investieren benachteiligen tut, ich habe schon so verstanden, wir würden dafür eine andere Steuer. Genau. Also in Basel haben wir die Mehrwertabgabe. Das ist ein schönes Beispiel. Die wird ja nur fällig, wenn ich umgezontes Land tatsächlich auch bebaue. Das trifft sozusagen relativ wenige und auf einen Schlag muss ich einen relativ großen Betrag zahlen. Es ist besser als gar nichts, aber es ist noch nicht wirklich die optimale Lösung. Es wäre viel besser, wenn alle gleichmäßig einfach eine Abgabe, die natürlich viel kleiner ist pro Jahr, leisten gemäß den Bodenwerten, wie sie sich entwickeln. Das verteilt die Last auf alle Schultern, ja, und nicht nur auf einzelne Investoren. Ja. Das wäre dann auch nicht nötig zusätzlich, sondern sozusagen, man kann über die Abschöpfung der Bodenrente, das haben mehr Ökonomen in verschiedenen Ländern berechnet, wenn man die komplett abschöpfen würde, könnte man alle anderen Steuern streichen. Ja, also das sieht man auch, dass welche Dimensionen der Umverteilung es da geht. Der Boden ist im Grunde eine Umverteilungsmaschine. Ja, die gesamten Bodenrenten machen das gesamte Steuervolumen der Schweiz aus. Und im Moment fließt aber der allergrößte Teil zu Privaten. Und zu wenigen Privaten, weil natürlich die Minderheit der Schweizer noch, der Deutschen und so weiter, ist ja überhaupt Landeigentümer. Es tönt so logisch. Gut, das sagen Sie. Warum haben wir es denn noch nicht? Weil so einfach ist, weil es natürlich Interessen gibt. Also ich bin ja mitverantwortlich für eine Kampagne. In Baden-Württemberg haben wir das erfolgreich geschafft. Da wird es ab 2025 eine Bodenwertsteuer geben. Und die einzigen, also wir hatten ein Bündnis vom Institut der Deutschen Wirtschaft bis zum Mieter. Und in allen anderen Bundesländern kommt es nicht, wenn wir ehrlich sind. Ja, ich wollte es gerade sagen. In einem 11-Millionen-Bundesland kommt es. Es gibt die Bodenwertsteuer in Estland, es gibt sie in Dänemark, in anderen Gegenden der Welt. Und die einzige massive Gegenlobby war die Immobilienlobby, weil natürlich die Bodenwertsteuer ein Angriff auf ihr Geschäftsmodell ist. Alle anderen waren dafür. David Wüst-Rudin, und nachher schließen wir Bodenwert ab und dann komme ich mit dem Mikrofon ins Publikum, können Sie Fragen stellen oder Bemerkungen machen. Also was man jetzt sieht aus der Diskussion ist, sind zwei, drei Bereiche, die interessant sind, auch politisch zu diskutieren und wo ich auch bereit wäre.
politisch zu diskutieren. Also was ich nicht bereit wäre, politisch zu diskutieren, ist, gar keine Rendite mit Wohnungen zu machen. Da haben wir auch gehört, das wäre ein völlig falscher Weg, das wäre ein völlig falscher Anreiz. Die Frage, die gestellt wurde, ist mehrfach, oder? Und wo man sich wahrscheinlich schwierig zu beantworten ist, was ist die richtige Rendite, was ist noch eine angemessene, eine faire Rendite, was ist denn Überabschöpfung und was nicht. Das ist das eine, das diskutieren wir je nachdem indirekt in der Politik über Vorgaben, wie jetzt auch bei diesem Areal, wo eine Initiative im Raum steht mit Baselbau Zukunft. Was muss der gemeinnützige Anteil sein? Was bleibt noch an Rendite übrig für die Investoren? Das ist eigentlich die Diskussion, was dürfen wir mit dem verdienen? Die zweite Frage ist, mit was? Mit welchen Elementen beim Wohnungsbau dürfen wir etwas verdienen? Dürfen wir am Boden etwas verdienen? Dürfen wir an der Immobilie, die man erbaut und auch ein Risiko eingeht, wo man auch eine Risikorendite braucht, etc., dürfen wir an dem etwas verdienen? Das finde ich eine sehr spannende Diskussion. Die ist mir bis jetzt noch nicht so, in der Schweiz hat man sie noch nicht so diskutiert. Vielleicht in Ansatz in Fachkreisen oder so, aber zumindest nicht breiter politisch. Das wäre eine interessante Diskussion mal zu führen. Also dürfen wir mit dem Boden, welche Rendite dürfen wir dort machen? Und die dritte Frage ist dann, und das ist das mit der Pensionskasse gewesen, wer darf Rendite machen mit dem Wohnungsbau? Und das wird auch hier auf diesem Areal wird das ganz eine wichtige Frage sein, oder? Sind das nur gemeinnützige Bauträger, die per se eigentlich renditelos sind, weil sie ja nur gemeinnützig sind? Oder dürfen auch eben renditeorientierte Bauträger bauen und gemeinnützige Wohnungspreise, Wohnungsmieten anbieten, wenn man das vorschreibt auf dem Areal, dass ein gewisser Anteil gemeinnützig sein muss? Und das wird eine ganz entscheidende Frage sein, weil wenn man dort einschränkt, oder? Wenn man dort einschränkt und sagt, ja, eben die einen sind die Bösen und die anderen sind die Guten und nur die Guten dürfen auch gemeinnützige Mieten und so weiter gefördert werden und die Bösen, die dann Privatrendite machen, die dürfen nicht, dann wird es schwierig. Es müssen also alle gleich können behandelt werden und alle gleich am Markt teilnehmen. Und dann kommen wir auch vorwärts mit dem Wohnungsbau. Ihre erste Frage war, man muss diskutieren, wie viel soll man können verdienen oder wie hoch so eine Rendite darf sein, muss man diskutieren. Ich weiß natürlich, versucht sie zu fragen, wie hoch das ist. Das ist schwierig jetzt auf die Schnelle. Aber so in der Tendenz sind Sie der Meinung, im Moment sind die Renditen eher zu hoch? Also, dass man das anschaffen müsste, dass es ein bisschen durchabgeht? Oder eher so, dass sie noch ein bisschen steigen dürften? Was ist da Ihre Meinung? Also da habe ich zu wenig Überblick, genau wo jetzt wie viel Rendite also rausgeholt wird aus dem Wohnungsmarkt. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt ein reines Gefühl, dass es in etwa schon wahrscheinlich richtig ist im Moment. Vielleicht eher noch, halt, man hat jetzt gesagt, es ist immer im Vergleich zu anderen, immer im Vergleich zu anderen Anlagen. Was sind die anderen Anlagen? Und im Moment, also es hat ja jetzt eine Zeit gegeben, wo mit anderen, alles ist gesagt worden, mit anderen Anlagen weniger können verdienen. Und dann sind die Renditen vielleicht eher hoch gewesen. Aber dann hat man auch gesehen, dann ist auch viel Kapital in den Immobilienmarkt gegangen. Hat aber natürlich auch die Preise getrieben. Von dem her gesehen, wäre es gut, wenn die verschiedenen Anlagemöglichkeiten ähnliche Renditen haben und so kleinere einstellige Prozentzahlen. Und Renditen, denke ich, sind durchaus angemessen. Schelker, kurz, bevor ich ins Publikum gehe. Genau, also vielleicht kurz. Ich meine, die Idee, zu wissen, was die richtige Rendite ist, ist aus ökonomischer Sicht eine schwierige oder fast absurde Frage. Weil der Punkt ist, Preissignale sind das, was steuert, was passiert. Wenn wir jetzt eine Wohnungsknappheit haben, dann weht man, dass die Rendite irgendwie hoch ist, dass der gebaut wird. Ja? Das ist ein Steuerungsmechanismus und den wollen wir ausschalten. Aus einer verteilungspolitischen Sicht, ich kann das nachvollziehen, aber es nützt halt, es löst kein Problem. Und darum ist die Frage, ob man nicht umverteilen kann. Und wir haben natürlich eine riesige Umverteilungsmaschinerie. Völlig richtig, also Bodenwertbesteuerung etc., ich glaube, da könnte man lange darüber diskutieren und da wären wir nicht weit voneinander entfernt. Ich denke, bei den Auswirkungen würde man wahrscheinlich, bei der Inzidenz würde man wahrscheinlich noch diskutieren, aber das ist etwas, was natürlich denkbar ist. Aber wir haben natürlich viele Arten von Steuern, die auf höhere Renditen kommen, die gesamte Einkommensbesteuerung etc., tun natürlich genau diese Art von Einkommen besteuern. Wir haben Vermögenssteuern, die die Substanz besteuern. Also wir haben natürlich eine sehr vielfältige Besteuerungslandschaft. Und natürlich, jetzt können wir den ganzen Abend über Steuern reden, also eines meiner Hobbys. Aber es ist natürlich
Weil auf Preise einwirken ist extrem schwierig, weil man selten das Problem löst, das man will, weil es sofort Nebeneffekte hat. Und darum sind Ökonomen meistens eher zurückhaltend bei der Preisintervention, sagen, lassen wir den Markt einmal spielen und dann tun wir umverteilen, ja? Wie wir das gesellschaftlich für richtig empfinden. Herr Kiesig, auch kurz. Und ich frage schon, dass man mir ein Zeichen macht, wo ich Selane komme, mit dem Mikrofon, wer etwas möchte fragen oder sagen. Das Schöne an der Besteuerung von Bonus ist auch, dass es eben neutral wirkt, dass es eben gerade keine Fehlanreize gibt, weil ich eben eine Rente besteuere, ein leistungsloses Einkommen. Ich meine, deshalb hat der Avenir Suisse auch, kommen die auf die Idee, Leistung soll ja was zählen sozusagen. Ja? Und deshalb die Bodenrente abschöpfen und nicht andere Leistungen wie Kapital und Arbeit, sollte man natürlich die Steuern entsprechend auch abbauen. Ja? Das ist natürlich. Also, erste Frage in der Reihe. Ich komme mit dem Mikrofon. Grüezi, Frau Knellwolf. Geht ja, Kohler. Guten Abend miteinander. Mich würde noch ein bisschen genauer interessieren, was für eine Rolle und was für einen Effekt Genossenschaften haben. Der genossenschaftliche, gemeinnützige Wohnungsbau. Sie, Herr Professor Schalk, haben etwas erwähnt, dass die Kosten für die Förderung von dieser Bauform von der Allgemeinheit getragen werden. Vor allem in Form von entgangenen Einnahmen, die möglich wären. Da weiss ich einfach noch zu wenig. Würden Sie uns da vielleicht noch ein bisschen etwas erzählen darüber? Also, egal wer von Ihnen. Bitte. Also, ich habe das vielleicht angerissen. Also, wir haben um uns oben viele Wohngenossenschaften, Baugenossenschaften, und die machen tolle Sachen. Also das ist keine normative Sache. Man muss einfach verstehen, was es bedeutet. Das kommt nicht kostenlos. Und ich glaube, das ist die Illusion, dass jegliche Art von sozialem Wohnungsbau, ob das jetzt direkt staatlicher Wohnungsbau ist oder dass das quasi eine Genossenschaft abgegeben wird im Baurecht, das sind Einnahmenverzichte, die gemacht werden. Entweder auf der Mietseite, das ist eine Kostenmiete, keine Marktmiete, das ist technisch nennt man das keine Subvention, aber das ist natürlich ein Einnahmeverzicht. Und ob ich das jetzt ausgebe oder auf etwas verzichte, ist de facto ökonomisch das Gleiche. Und es macht halt einfach, dass es nicht mehr transparent ist, was tatsächlich an Geldern und was an öffentlicher Unterstützung fließt. Wenn man es eben nicht über einen Fluss macht, der im Budget sichtbar ist, und man kann sagen, das ist jetzt aber teuer, sondern indem man es im Prinzip verschleiert, indem dass man auf Mieteinnahmen, auf Bodeneinnahmen verzichtet. Und eine von den Vorstellungen, die man haben kann, ist, dass man natürlich, dass man einen Fonds macht, dass wenn der Staat etwas überbauen, dass sie das abgeben, nicht einfach zu subventioniert tiefe Preise, sondern dass sie den Marktpreis verlangen. Das kann man in einen Fonds tun, mit dem sagen, jetzt sollen wir Leute unterstützen, um durch Mischung, die ich extrem wichtig finde, können zu erlauben, dass es das gibt. Aber die Streuverlust, dass quasi viele mittlere und höhere Einkommen von all diesen Privilegien profitieren, ist für mich ein unverständlich. Herr Kiese? Ja, also Ihre Wortwahl suggeriert so eine gewisse Unlauterkeit an diesem, das sehe ich jetzt nicht. Also und es geht auch ja nicht nur um Einnahmen und Ausgaben, also monetäre Leistungen. Indem ein Kanton, ich sage wie hier jetzt, eine Staffelung beim Baurechtszins anbietet über die ersten 10 Jahre, es gibt ja eine Gegenleistung, nicht in Form von Geld, aber in Form von sozialen Leistungen, von ökologischen Auflagen, die erfüllt werden, all das, das sind ja auch Leistungen, eben nicht monetäre, dass die nicht so, ja, die sind eben nicht leicht zu monetarisieren, aber es ist natürlich eine Leistung, die auch was wert ist und deshalb auch einen Rabatt sozusagen in den ersten Jahren rechtfertigt. Ich sehe darin kein Problem. Also das Argument ist ja nicht, dass da keine Leistungen kommen. Der Punkt ist einfach, sie hochkonzentrierte Vorteil, wo man am Schluss einem sehr kleinen Publikum zur Verfügung stellt. Und mein Argument ist, wenn schon, müsste man gezielt Leute, die es sich nicht leisten können, genau diese Vorteile zukommen und nicht, also ich glaube, ich tue mich nur wiederholen. Eben, da sind natürlich dann noch die subventionierten Wohnungen, die gezielt vergeben werden und so. Also, wer Zugang hat, ist natürlich. Das kommt nicht vom Himmel, das kann jemand bekommen. Und wenn man Durchmischung will, was ich wichtig finde, profitieren sehr viele Einkommensbereiche. Eins noch, ich meine, dass es wenige sind, ist ja ein Problem. Es dürften ja mehr sein. Ich finde auch, ich meine, Sie haben ja gesagt, dass ja ausschließlich möglicherweise nicht mehr nur noch gemeinnützig gebaut werden darf. Darum geht es ja gar nicht. Die 50%, die gefordert sind, ich finde die ja noch großzügig. Ja? Also, dass sozusagen 50% anderen überlassen werden, finde ich noch relativ großzügig gemacht.
Und insofern dürften das aber durchaus mehr sein als 10%, als 12%, als 13%. Dagegen hätte wahrscheinlich keiner was. Wer möchte denn nicht günstig wohnen? Aus der zweiten Reihe, Ivo Balmer. Ja, danke vielmals. Und auch danke vielmals für die sogenannten ökonomischen Ausführungen. Ich würde wirklich Sie, Herr Schlecker, noch mal gerne fragen. Also, Sie betrachten Wohnen und Boden genauso wie einen Tennisschuhmarkt, wo man wirklich quasi die schönen Preissignale oder Angebotstreiber, wie Sie nennen, bei einem Grundbedürfnis mit einer endlichen Ressource, wo Zwangskonsum herrscht und eben die Vermehrung, wie bei einem Turnschuh oder von mir aus bei Ihrem Beispiel von der FFP2-Maske, halt nicht so einfach funktioniert. Und darum ist Wohnen eben eine Grundgüterklasse, dass du total, einfach aus der ökonomischen Betrachtung, dass völlig klar ist, dass man bei einer Einleitung über eine mietrechtliche Regulierung gehen kann, die wir haben, die quasi das, was sie richtig gezeigt haben, die Kostenmiete plus ist. Und wir reden dort mit Bundesgerichtsurteil über festgesetzte Renditen. Und ich finde, also Sie sagen mir heute Abend und dem Publikum, Wohnen müssen wir behandeln wie einen Turnschuh und somit einfach alles deregulieren. Und dann wird Angebot, Nachfrage bei Zwangskonsum unter einem endlichen Gut das Preissignal so sein, dass die Wohnungsmieten werden sinken. Kurze Gegenfrage. Wo tut ihr einkaufen? Grundnahrungsmittel, die müsst ihr essen? Babyfood? Ich tue das gerne beantworten. Ich tue teilweise im Bioladen, im Coop oder im Migros einkaufen. Und ich weiss, was Joghurt im Migros und im Coop kostet. Und wenn ich es mir nicht leisten kann, dann verzichte ich halt auf das Joghurt und kaufe mir einfach einen Streichkäse. Ich glaube, der hat das wahrscheinlich von mir ein bisschen falsch verstanden. Das war kein Angriff. Es ist nur der Punkt, den ich machen wollte. Viele Güterklassen sind natürlich Grundbedürfnisse. Wir müssen alle essen. Also die Idee, dass man das... Ich fände das ja schön, wenn man das so unterteilen könnte. Das Problem ist einfach das Ignorieren, dass es die Kräfte gibt, so zu tun, als ob ein Immobilienmarkt unter völliger Regulierung funktioniert, wenn man sieht, dass er es nicht tut. Und die Ökonomen haben da gar nicht so eine normative Vorstellung darüber, sondern es ist eine positive Betrachtung zu verstehen, was Mechanismen sind. Und was man halt sieht, sind all die dramatischen Verwerfungen, die halt machen, dass diese Art von Regulierung sehr schlecht funktioniert. Und ich glaube, das ist das grosse Problem. Ich würde niemandem das Recht absprechen. Ich finde das normativ nicht lustig, dass tiefe Einkommen zum Teil kaum Zugang haben, dass sie prekär leben. Das ist ein riesiges Problem. Und darum ist das Argument, dass man dann direkt halt die Ressourcen, die man hat, möglicherweise auch aufstockt und direkt Leute subventioniert. Ich glaube, das ist nicht... Darf ich schnell nachfragen? Das habe ich jetzt schon zwei, dreimal nicht. Die Ressourcen, die man hat, wie muss ich mir das vorstellen? Also, man kann doch die Umverteilung problemlos erhöhen. Das heisst, man kann doch die Märkte spielen, man kann einen Teil abschöpfen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aber das Problem ist, bei der bestehenden Regulierung verlieren wir wahnsinnig viel Nutzen auf dem Weg. Weil wir haben Angebot, Nachfrage, die nicht zusammenfindet. Wir haben Wohnungsknappheit, wir haben Zyklen, wir haben all diese Sachen. Und es ist ein Markt, der besonders wichtig ist. Und ich glaube, da sind wir völlig einig. Das ist ein extrem wichtiger Markt. Und darum scheint es mir wichtig zu sein, dass wir das nicht blind anschauen oder vollständig auf der einen oder anderen ideologischen Seite, sondern dass wir akzeptieren, dass es die Kräfte gibt, die dokumentiert sind. Und die zu ignorieren, ist aus meiner Sicht verantwortungslos. Wir müssen andere und bessere Wege finden, das Problem, das ich wichtig empfinde, zu lösen. Also dann ist die Antwort auf die Frage, ist ein Wohnungsmarkt gleich wie Turnschuhmarkt? Ja, natürlich. Es sind Märkte. Und nicht, weil ich das so finde, dass das irgendwie normativ belastet, ist halt am Schluss, wie die Leute anreizen und wie sie reagieren. Das Negieren hilft halt nicht aus meiner Perspektive. Frage aus der zweithintersten Reihe. Sarah Barth. Ja, danke vielmals für die angeregte Diskussion. Ich habe vielleicht zwei kleine Sachen. Und zwar das eine ist, wir haben jetzt ein paar Mal über die Subjektfinanzierung geredet anstelle der Objektfinanzierung. Und gleichzeitig haben wir gehört, dass eine Rendite festzulegen eigentlich etwas Schwieriges ist, dass man eine Zielrendite jetzt politisch festlegen will. Aber das heisst im Umkehrschluss ja, dass über öffentliche Gelder die Rendite von Privaten finanziert werden, wenn wir auf eine Subjektfinanzierung gehen. Das ist der eine Punkt, den ich vielleicht schnell drauf haben will. Und der andere Punkt, den ich schon auch noch recht relevant finde, ist die Frage vom
vom steigenden Wohnflächenverbrauch. Wir haben nach wie vor eine Kurve, die nach oben geht. Man kann natürlich sagen, das ist jetzt eine Welt, wo wir nicht angehen, wo das reguliert wird. Aber ich glaube, diesen Aspekt auszuschließen und einfach zu sagen, der Wohnflächenverbrauch steigt halt, das ist nicht das Naturgesetz, sondern das ist eben auch ein Teil des ganzen Themas. Aber es steigt natürlich auch, weil es so günstig ist, wie wir es künstlich regulatorisch günstig machen. Nein, also das stimmt so nicht, weil die Genossenschafter wohnen auf weniger Fläche, obwohl sie günstiger wohnen. Ja? Also das ist ein Wohlstandsphänomen, dass die Wohnfläche zunimmt. Das ist ein Problem. Ich bin auch im Umweltverband Deutschland engagiert. Ich kenne die Thematik auf und runter. Das ist auch extrem schwierig, dagegen zu steuern. Bodenschwellensteuer, Klammer auf, Klammer zu, würde da auch helfen. Ja. Okay. Wenn wir das nochmal anschauen. Ja, da würde ich sogar zustimmen. Da gibt es einige Möglichkeiten, wenn man es völlig umdrehen vom gesamten Besteuerungsmodell. Da kann man darüber diskutieren. Das hat doch grosse Verwerfung, aber ich bin einverstanden, dass der die gewisse Effekte, die ihr beschreibt, die kann es durchaus geben. Ja, also nur schnell. Für Politik ist natürlich das schon auch eine relevante Frage. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Subjektfinanzierung der bessere und effizientere Weg ist. Natürlich ist dann die Frage, tut man über staatliche Transfers Renditen finanzieren und wie hoch sind denn die Renditen? Aber dort lässt sich ja Weg finden und darum diskutiert man jetzt auch im Zug von der Initiative Baselbau Zukunft. Was sind zum Beispiel Anteile von gemeinnützigen Mieten, die müssen angeboten werden, weil es vorgeschrieben wird, wo dann eben eine Mischrechnung gibt für den Investor, wo dann die Rendite eben nicht zu hoch wird. Und dort muss man eben ein ruhiges Händchen haben, quasi, um die Vorschriften, die man dann macht, nicht zu krass zu machen, dass eben der Anreiz für die Investoren ganz wegfällt. Oder dass zum Beispiel dann, eben, wenn dann vorgeschrieben wird, dürfen nur gemeinnützige Bauträger die gemeinnützigen Mieten machen, dass dann ein Teil eben nur an die gemeinnützigen Bauträger geht. Und die Rendite auf dem Rest ist dann wieder höher, oder? Weil den kann man ja dann. Das heisst, darum ist es wichtig, dort ein ruhiges Händchen zu haben oder einfach massvoll zu regulieren, dass man sagt, okay, man tut die Renditen ein bisschen beeinflussen, indem man gewisse Vorschriften macht, dass ein Teil der Wohnungen halt muss in gemeinnützigen Miete oder Kostenmiete angeboten werden. Dann gibt es eine Mischrechnung für das Ganze. Und dann ist es dann wieder im Bereich. Und eben, wo das die richtig liegt, die Rendite, das ist dann eine Frage, die kann man nicht so genau beantworten, aber sie ist dann immer wahrscheinlich in einem Bereich, wo man kann sagen, das ist tragbar. Das ist auch tragbar, wenn dann staatliche Transfers so eine Rendite finanzieren, weil eben ein Teil geht dann wieder in die Rente und so weiter und so kommt es wieder das eine zum anderen. Aber alle staatlichen Transfers finanzieren irgendjemand. Das ist halt einfach, wir haben unglaublich viele Arten von staatlichen Transfers. Und warum ist das jetzt ein Problem, wenn man jemandem, der sehr tiefes Einkommen hat, einen Mietzuschuss gibt? Warum ist das jetzt plötzlich ein Problem? Man gibt ja auch Zuschüsse und die Leute brauchen das Geld für andere Sachen, nicht nur für Wohnen. Ich finde, es ist eine wahnsinnig normative, bevormundende Diskussion, wo es richtig ist und wo nicht und was die Auswirkungen sind, ohne dass wir eine Ahnung haben, wo die Auswirkungen ist. Also die Idee, dass man das feinsteuern kann, ist, gelinde gesagt, da hat man viel Vertrauen in die Fähigkeiten, die man könnte haben, regulatorisch. Krise. Also ich denke, es braucht mal einen Instrumentenmix. Ich meine, es braucht eine Subjektförderung, es braucht auch eine gewisse Objektförderung. Es ist nicht ein Instrument, was sozusagen für alles hilft. Ja? Und man muss auch ein bisschen unterscheiden, machen wir jetzt Sozialpolitik, machen wir jetzt Wohnpolitik, machen wir Wirtschaftspolitik, machen wir sonst was. Also sozusagen, es gibt für verschiedene Politikbereiche auch verschiedene Instrumente. Ja? Die haben alle eine gewisse Berechtigung. Ja. Eine Frage in der zweiten Reihe. Martin Lüchinger. Ja, mich stört schon lange, dass man, ich will Monat reden, dass die Marktwertsteigerung, die wir ja hatten mit in der ganzen Immobiliengeschichte in den letzten 10, 15 Jahren, pro Jahr irgendwie 5%, 10% aufgegangen ist. Wir erben heute ja von den Privatbesitzenden nur schon 100 Milliarden pro Jahr in der Schweiz. Ich lese im CMS-Jahresbericht, Wertschöpfung, Berichtigung vom Marktwert plus 70 Millionen auf ein Vermögen von 1,3 Milliarden plus minus 5%. Das Geld, wem steht das zu?
die früh reingegangen sind, am Markt spekulativ gehofft haben, dass es gegen den Aufwand eine Verknappung gegeben hat. Und das wird jetzt abgeschöpft. Und das kommt den Aktionären zu gut bei einer Swiss Life oder bei einer Versicherung wie Baloise. Und das finde ich einfach ungerecht. Die zweite Frage ist, wir haben das Mietrecht, Referenzzinssatz 1,25% plus 1%, wo man Rendite haben kann. Warum haben wir denn 4% oder 5% wird umgeboten heute auf dem Miete, nicht jetzt mit der Marktwertsteigerung? Das kann doch auch nicht sein, dass es so weitergeht. Ja, also, da würde ich kurz etwas sagen. Also, das Geld wird ja eben nicht abgeschöpft. Es würde dann abgeschöpft, wenn es verkauft würde und den Aktionär verteilt. Aber das ist ja nicht der Fall. So Swiss Life, wie auch wir als Baloise, wir sind daran investiert, daran interessiert, längerfristig investiert zu bleiben und die laufende Rendite. Und die ist eben in diesem Bereich von 2-4%. Aber die Aktien gehen doch hoch und durch das ist es eine gewisse Abschöpfung schon. Treiber vom Aktienkurs gibt es x andere Faktoren, die den Aktienkurs treiben. Der Treiber für Bodenpreise, muss man auch noch mal sagen, das ist natürlich die Null- und Negativzinspolitik von der SNB gewesen, während 7 Jahren. Oder? Das ist ja nicht von den bösen Spekulanten oder Investoren gekommen, sondern das ist auch wieder staatlich vorgegeben gewesen. Und natürlich, die SNB ist da in einem Korsett mit anderen Notenbanken, aber letztendlich ist das der Treiber. Und warum haben wir eine Niedrigzinsphase? Weil es Immobilienkrisen gab in den USA. Da fing das ja alles an. Also das hat sozusagen alles, man kommt am Ende doch auf die Immobilienfrage zurück. Von daher kommen ja die Probleme. Und die Selbstverständlichkeit, warum eigentlich mit Immobilien mehr Rendite als mit anderen Anlagemöglichkeiten zu erzielen, erschließt sich mir auch nicht. Warum denn mehr als mit Obligationen? Warum denn mehr als mit Aktien? Der Anspruch ist natürlich eigentlich das möglichst hoch, ja. Aber wir müssen uns, glaube ich, an den Gedanken gewöhnen, dass Immobilien jetzt eine sichere Anlage sind und eben auch mit einer geringen Rendite man sich zufrieden geben muss. Ja? Langfristig ist die Hierarchie von der Rendite Aktien langfristig die höchste Rendite. Dann Immobilien und dann Obligationen. Und das reflektiert auch das Risiko. Mit Aktien habe ich am meisten Risiko. Also muss ich auch längerfristig am meisten verdienen. Immobilien sind irgendwo zwischen Obligationen und Aktien. Okay, bei Gewerbeimmobilien gehe ich mit. Aber bei Wohnimmobilien, wenn es bezahlbare sind, sind die eigentlich so gut wie risikolos. Also unsere Stiftung, wir haben praktisch also keine Leerstände. Ja? Und wenn eine Wohnung frei wird, ist sie sofort wieder belegt. Also sozusagen, wenn man bezahlbaren Wohnraum schafft, ist man in einem sehr niedrigen Renditebereich gerechtfertigterweise. Und nur hohe Renditen werden da erzielt, wo auch die Risiken hoch sind. Und das sind entweder überteuerte Wohnungen, die dann leer stehen, weil plötzlich der Markt eben das nicht mehr hergibt. Oder es sind eben Handelsimmobilien oder andere, so Geschichten. Ne? Also bezahlbarer Wohnraum ist eigentlich sehr renditetief. Herr Schelko? Also vielleicht noch, ich glaube, eine von den wichtigen, also das eine ist, welcher Preis wo muss sein und das alles in Isolation betrachtet, ist schwierig, wie natürlich Investoren schauen. Das gesamte Portfolio. Aber was man vielleicht noch kurz sagen möchte, ist ein wichtiger Hinweis, da machen Leute quasi Gewinn, indem sie eine Investition tätigen haben. Und wenn es gut gelaufen ist, können sie dann abschöpfen. Sie sind Risiko eingegangen. Wenn es nicht gut gelaufen ist, wäre der Umkehrschluss dann, dass man denen quasi die Verluste ersetzt. Ich meine, wir haben es jetzt gerade gemacht als grosser Skandal aus meiner Sicht bei der Credit Suisse. Aber das genau kann eigentlich nicht sein. Das ist eins der Paradigmen. Die Idee, dass man das alles ausgleicht, dass es keine Risiken mehr gibt, das ist halt, ich denke, das ist schwierig. Und Credit Suisse Diskussion machen wir das nächste Mal. Ein eigenen Abend. Hier ist noch eine Frage, Nicole Wirz. Ja, merci. Ja, also der eine Punkt ist natürlich wirklich, das ist auch schon angesprochen worden, der Wohnflächenkonsum. Also die Kosten steigen, aber es ist natürlich auch so, dass der Wohnflächenkonsum gestiegen ist. Und ich glaube, diese Diskussion kann man nicht voneinander loskoppeln. Die Wohnungen müssen einfach so konzipiert sein, dass sie eigentlich ein flächeneffizientes Wohnen auch können ermöglichen. Das ist jetzt nicht so ein Thema gewesen. Mehr irgendwie Räume, die man abschließen kann etc. Das sind sicher, das wären jetzt zum Beispiel auch so Massnahmen, die dann letztlich wieder die Mietkosten können auch reduzieren von dem her. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wenn man so diskutiert über die hohen Mietkosten, muss man auch fragen, wo belastet es denn am meisten? Und da scheint es mir schon auch relevant, die Frage zu stellen, wo reguliert man, wo greift man ein und wo kann man dann auch wie eine Hilfestellung machen? Und das ist, finde ich, jetzt schon in der Diskussion nicht ganz klar daraus herausgekommen, auch zum Beispiel mit der Bodenwertbesteuerung,
Natürlich gibt es wirklich auch sagen wir mal, eine Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum, was sehr relevant ist auf die Lebenshaltungskosten etc. Aber wenn man jetzt so die allgemeinen Modelle anschaut, dann muss ich sagen, habe ich jetzt noch keine Antworten bekommen auf das konkrete Thema zu bezahlbarem Wohnraum. Herr Krise, juckt Alte Weiler, ich habe das nicht verstanden. Alte Weiler-Modell, das habe ich nicht verstanden. Nein, die Frage, ja. Wem kommt das zugute? Also quasi dort, wo es am meisten der Schuh drückt, bei den Mieten, oder? Wie die Bodenwertsteuer dann da diesbezüglich okay. eine Maßnahme ist. Jetzt habe ich es verstanden. Also die Geschichte ist ja die, dass das haben wir, deshalb war der Mieterbund in Deutschland auch einer der prominentesten Mitstreiter unserer Kampagne in Deutschland, dass Mieter überwiegend in Mehrfamilienhäuser wohnen. Und die Bodenwertsteuer verteilt sich quasi auf entsprechend die Einheiten. Ja, die Mehrfamilienhäuser haben häufig kein großes Grundstück, aber es ist natürlich oft in der Stadt und so weiter und einen gewissen Wert, aber es verteilt dann die Steuer verteilt sich auf viele Haushalte. Deshalb profitieren Mieterhaushalte, sagen wir mal, grosso modo profitieren Mieterhaushalte von Bodenwertsteuer. Und ich sag mal, Villenbesitzer mit einem großen Grundstück an der teuren Lage, Seeblick, so weiter, Bergblick, zahlen natürlich dann mehr. Ich schaue ins Publikum und auf die Uhr. Es ist schon Zeit für ein Apéro langsam. Möchte jemand noch irgendeine letzte Frage? Sonst mache ich hier eine kurze Schlussrunde. Herr Schelker, Sie sind heute oben auf dem Podium der Vertreter von der Markt löst es am besten. Es ist das Beste. In Ihrem Referat haben Sie aber auch gesagt, aber wir haben Probleme. Wie lösen wir die? Also ich glaube, der Punkt ist einfach, was ich hier vermitteln möchte, ist die Idee, dass Markt an sich ein Problem ist. Ich glaube, Markt kann extrem viele Probleme lösen. Aber es hat Verteilungswirkungen. Ja, Verteilungswirkung bedeutet, dass die Leute nicht Zugang haben zu bezahlbarem Wohnraum. Und das ist ein Problem. Mein Plädoyer ist, dass wir es nicht probieren, am Preis zu schrauben, sondern dass man konkret diesen Leuten direkt Subventionen gibt, dass sie das trotzdem haben. Zahlbare Wohnungs, bezahlbare Wohnungssituation wieder möglich wird für tiefe Einkommen. Ich bin dafür, dass wir umverteilen, direkt, fiskal, das sieht man halt auch im Budget, dass die Leute Geld bekommen. Statt dass wir probieren, mit Preisregulierung zu machen, mit all diesen massiven Nebenwirkungen, die wir nicht im Griff haben. Das wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen zum Wohnen. Herr Würst-Rudin, ist die Grünliberalen dabei? Sind die Grünliberalen dabei? Da machen Sie jetzt eine ganz neue Tür auf. Aber auch sehr spannend wäre, bedingungsloses Grundeinkommen, finde ich ein sehr interessantes Konzept, wenn man es richtig aufsetzt. Aber das wäre ganz eine andere Diskussion. Von der Politik her bin ich eigentlich sehr nah beim Herrn Schelker, oder? Also vom Grundsatz her. Man kann die Marktkräfte nicht ignorieren, sondern man muss sie zulassen, um die Allokation effizient zu machen. Und das ist richtig. Und dann muss man über Subjektunterstützungen die Verteilprobleme lösen. Das ist vom Grundsatz her richtig. Nur eben, es ist auch aufgeworfen worden, oder? Weil der Wohnungsmarkt halt schon ein spezieller Markt ist, sehe ich auch so, mit Zwangskonsum, das Angebot nicht einfach ausdehnbar. Ich weiss, andere Märkte auch Zwangskonsum. Ähnliches. Ähnliches diskutieren wir ja zum Beispiel im Gesundheitswesen. Oder? Darf man mit Gesundheitsleistungen Renditen machen? Wie hoch dürfen sie sein? Mit Medikamentenpreis. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, als Politiker muss man halt auf die Fragen, die dann in der Bevölkerung brennen. Ja, ist das richtig, eben, dass man, wie es gestellt worden ist, dass dann mit unseren Steuergeldern, je nachdem Renditen im Wohnungsmarkt mitfinanziert werden, wo man da gibt es nicht richtig und falsch, aber wo man einfach als zu hoch empfindet, ist das richtig? Auf das muss man dann in der Politik auf eine Antwort finden, oder? Weil eben der Markt nicht einfach so, das Angebot nicht so ausgedehnt werden kann, so schnell und agogo, wie man das möchte. Und entsprechend dann die Leute entsprechend belastet sind, eben Steuergelder eingesetzt werden. Und da müssen wir politische Antworten liefern, eben nicht, indem dass man in der Preisgestaltung überreguliert und so weiter, sondern dass man vielleicht gewisse Mechanismen einbaut, dass die Renditen nicht zu hoch sind und dass die Wohnungspreise nicht zu stark ansteigen, aber nicht, indem man die Preise reguliert.
Ihr Weg ist ein anderer. Ja, das ist mir jetzt so eindimensional gedacht, eben Markt und Staat und Deregulierung und Regulierung. Das ist sozusagen, ja, ich hätte eigentlich gerne, dass die Immobilienwirtschaft überhaupt mal dem Markt ausgesetzt würde. Ja, also, dass sie im Grunde das Gemeingut Boden, was sie heute für sich beanspruchen, in der Selbstverständlichkeit, wie wenn es schon immer so gewesen wäre. Sie haben es gekauft. Na, sie haben es mal gekauft, vielleicht sich verspekuliert dabei, aber letzten Endes, ich meine, wenn man es historisch betrachtet, kann man im Grunde, kommt man irgendwann an den Punkt, dass ein Stück Land jemand anders mit Gewalt in der Regel weggenommen wurde. Ja? Die Kirchen, die ganze Geschichte der Fürsten und so weiter. So. Und irgendwann sind wir in einem Marktsystem, okay. Aber vererbt, es wird Unmengen von Land wird vererbt, Grundstücke werden vererbt, da hat keiner einen Finger gerührt und ist plötzlich Millionär über Nacht. Ja? Also diese Selbstverständlichkeit, mit der wir uns das Gemeingut Boden aneignen und dann auch daraus eine Rendite entziehen, das müssen wir hinterfragen. Und dann würde sozusagen das Problem sich in gewisser Weise, zumindest in Teilen von selbst, lösen, weil dann die Immobilien und die Wohnungswirtschaft überhaupt mal dem Markt ausgesetzt würde. Endlich einmal am Markt ausgesetzt, Herr Henni. Wir sind am Markt ausgesetzt. Unser Markt sind die Mieter, das sind unsere Kunden. Und denen müssen wir eine attraktive Wohnung zu einem vernünftigen Preis anbieten. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir keine zufriedenen Kunden und am Schluss ist der Kunde König. Und unser Beitrag zu diesem Thema ist, dass wir zusätzliche Wohnungen bauen. Und das das Angebot erweitern und das Preisniveau insgesamt senken. Und das kommt allen zu gut. Es ist ein sehr anspruchsvoller Oben. Es sind sehr viele Ideen um. Danke vielmals für die Diskussion. Wir vertiefen es beim Apéro. Jetzt wird, glaube ich, da hinten noch ein Slide eingeblendet. Irgendwo liegt da das Ding. Wer hat das? Drucken Sie mal drauf. Apéro. Voilà. Das sind Ankündigungen zu den nächsten Veranstaltungen, zu nächsten vertiefte Diskussionen wie heute oben und auch zur nächsten Aperos. Danke, sind Sie gekommen. Bis zum nächsten Mal und dann schönen Abend. Aperos.